Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Frontier Stories. Wir müssen wieder hereinkommen in die wunderschöne Welt der römisch-katholischen Kirche. Ja. Folgen Sie mir, die Katakomben, tief unter Saint-Denis. Habe ich Ihnen ein Lichtlein angezündet? Nun schauen wir mal. Oh, ich habe Hunger. Dann sollte ich was essen, nicht? Das macht Sinn. Wenn Sie hungrig sind, essen Sie, essen. So, heute wird wieder mein Schwimmbad auf und ich hoffe, ich kann heute Abend nach dem Stream gehen. Ich muss gucken, wie lange ich mache. Wir haben ja jemandem RP versprochen. Und oh, wir brauchen noch mehr Lebensmittel, was Brot. Kartoffelresti, warum nicht? Gewürztes Wolfsteak? Jedes Mal falsch. Mal irgendwie dieses Hemd ändern, ey. Heiliger Vater, gib mir auch heute die Kraft, deine Kirche zu vergrößern und zu stärken. Amen.
Eure Exzellenz. Ah. Barry. Und schön, Sie zu sehen. Was für eine wunderschöne Aufmachung. Ja, vielen Dank. Drehen Sie sich mal, mein Sohn. Drehen Sie sich mal. Langsam, langsam. Meine Güte. Ja, Sie sehen aus wie ein italienischer Adliger. Ja, vielen Dank. Nun, leider machen Leute nicht wahr. So ist es wohl, ja. Ich habe gestern die Hochzeitszeremonie von Kimberly Scott und Mr. Everett Stone bezogen. Ja, oh, das muss ich schnell ändern. Und ich habe Neuigkeiten. Wie jeden Tag. Ja, Sie sind der kleine, süße Spatz, der zum Fenster hereinfliegt. Nun, erschreckende Neuigkeiten. Oh, warten Sie, dann setze ich mich lieber. Ja, was wollten Sie? Und halten Sie sich fest. Nun folgendes. Mr. Dougherty, ich habe ihn heute Mittag getroffen. Ach, nun, erst eine freudige Nachricht. Ich habe etwas für Sie mitgebracht. Die zweite Ausgabe des Glaubenskompass. Sie ist jetzt erhältlich. Natürlich. Schauen Sie sich die zweite Seite an. Sie ist wunderbar geworden. Ah, die Messe, ja. Natürlich, es ging über Hochmut. Ich erinnere mich. Nun, Mr. Dougherty sprach zu mir und sagte, er denkt, dass Sie Hochmut und Demut wegen ihm, wegen seiner Lügen angesprochen hätten. Ja, soll er das denken. Wunderbar. Ja, habe ich auch gedacht. Nun... Nun ist es nicht auch ein wenig hochmütig zu denken, man wäre das Zentrum der Welt. Nun, das sind wir. Also setzen Sie sich... Aber doch nicht Mr. Dougherty. Nein, aber wir... Ja. Nun, folgendes. Wir sind Jerusalem. Ja, wir sind Jerusalem und Bethlehem. Nun, folgendes. Entschuldigung, der Gürtel drückt ein wenig, ziehen lassen. Ja. Mr. Dougherty hatte mir berichtet, dass er von einem Mr., ich weiß nicht mehr, hieß Precious oder ob es ein anderer Name war, ich bin mir nicht mehr sicher. Sagt mir nichts, der Name. Ja, mir oder warten nicht. Sie? Nein, gar nicht. Nein. Nun, der Mann möchte... Der Mann möchte die Kirche in Rhodes verkaufen. Weil sie keinen Besitzer hat. Ja, durchaus. Nun... Scusi, habe ich Sie richtig verstanden? Ich bin direkt auf Recherche gegangen in unseren Archiven. Nein. Und nach vierstündiger Arbeit konnte ich Folgendes finden. Warten Sie. Das ist nämlich, da geht es um die First Church of Rhodes. Und schauen Sie mal hier. Ja, ich bin mit der Geschichte vertraut. Also mit den Saint-Denis jedenfalls. Nun, es geht um die Rhodes-Kirche. Eigentumsurkunde, römisch-katholische Kirche. Oh. Ich habe versucht zu retten, was zu retten ist. Sie sieht nicht wirklich... Sie ist sehr alt. Ja. Nun, sie ist von 1838, vom ersten Bischof von Le Moyne. Ja. Nun, es ist Le Bon das Wappen des Bistums drauf. Natürlich. Und der Schrift des Bischofs, also wird sie ihre Richtigkeit haben. Ich glaube, es war der dritte, oder? Nein, das ist der erste. Le Bon Bischof. Davor. Ach, der erste. Suffraganisch. Natürlich. Sehr gut. Also, wie kann sich ein Sterblicher erdreisten, nicht nur zu verkaufen, was nicht sein ist, was der Kirche ist. Ich habe noch einer gefunden. Die ist noch etwas schlechter zu lesen, aber dort steht, dieses Dokument bestätigt, dass die Besitzverhältnisse des ehemaligen Benediktinerklosters, jetzt Kathedrale der heiligen Jungfrau Maria, im Besitz der heiligen römisch-katholischen Kirche steht. Auch unterzeichnet von ihm. Naja, das ist ja... Das ist ja klar. Das ist ja klar. Aber das mit Rhodes wird uns helfen. Sie haben meine... Erlaubnis in dieser Sache vorzugehen. Vielleicht brauchen wir rechtliche Hilfe und wenn die nicht ausreicht, werden wir vielleicht Gladio Dei auf diesen Mann ansetzen müssen. Das ist wirklich eine heretische Tat, sondergleichen. Wer verkauft denn eine Kirche? Nun, die andere Frage ist, wer kauft denn eine Kirche? Ja. Nun, wir sicherlich nicht. Nun, dann finden Sie heraus, wer das ist und
Vielleicht ist das seine Masche. Vielleicht möchte er die Kirche anlocken, dass er Gelder bekommt von uns. Er wird etwas anderes bekommen. Suchen Sie einen Anwalt. Durchaus, ich werde Miss Burton schreiben. Bereiten Sie alles vor, schreiben Sie Miss Burton. Wenn wir Sie sehen, dann werden wir Sie auf diese Sache ansprechen. Perfekt. Mein Gott, neue Länder, neue Sitten. Nun, was haben Sie vor? Möchten Sie eine Reise machen? Möchten Sie mitkommen? Das Wetter genießen? Oh, es ist schönes Wetter. Ja, Sie könnten Ihren Sonnenschirm auspacken und auf geht's. Ich würde mich gerne umkleiden. Natürlich, da gehen wir hin. Dann kann ich auch mein Montagsgewand noch anziehen. Ja. Wunderbar. Und Sie sehen heute fabelhaft aus, Eure Exzellenz. Ach, die Schmeichler. Ein alter Mann in alten Gewändern. Nun, aus Ihrer Sicht vielleicht, aber nicht aus meiner. Sie sind so gütig, Barry. Nun, wenn Sie nicht in der Kirche wären, dann würden Sie heute noch unzählige Frauen aufreißen. Glauben Sie es mir? Ja, Frauen. Wissen Sie, auf dem Land hatte man nicht viel zu tun mit Frauen. Ich komme von dem Land, aus dem Land in der Romagne, wissen Sie? Durchaus. Ja. Ah, ein Schluck Wasser. Meine trockene Kehle befeuchten. Was ist? Ach du meine Güte, da drüben liegt jemand. Wo? Oh, oder auch nicht. Auf der anderen Straßenseite läuft dort jemand. Ja, eine Frau. Oh, na gut, dann läuft sie dort nur. Ganz normal. Barry, haben Sie die Nacht wieder durchgearbeitet oder durchgebetet? Nein, keineswegs. Schade. Nun doch, um ehrlich zu sein. Schon. Sehr gut. Alles für die Kirche. Durchaus. Wenn ich weiß, dass Sie die Nacht durcharbeiten, schlafe ich wie ein Baby, Barry. Ja, es geht mir genauso. Wenn ich davon denke, darüber nachdenke zu schlafen, dann kann ich die ganze Nacht arbeiten. Ja. Ach, am besten ist, wenn ich mir einen kleinen Snack abends hole. Ja, und ich sehe sie. Sitze ich immer noch am Schreibtisch. Ja. Der Kerze, nicht wahr? Die halb runtergebrannt ist. Ich höre es immer, wenn sie mit ihren Füßen über dem Parkett streifen. Ja, und ich mag ihr Schluchzen. Ach, da sind wir ja schon. Nach Ihnen. Guten Tag. Einmal die Gewänder des Bischofs. Ja. Warten Sie, ich habe irgendwo meine Nummer. Nun, ich habe mich auch kurz umgezogen. Ja. Wen? Mein Montagsgewand. Guten Tag. Guten Tag, Ma'am. Gott segne Sie. Oh, sehen Sie nur ein Feini. Ja. Ein Feini, schauen Sie mal. Oh, ist das nicht eine wunderbare Stadt? Es ist eine Stadt, ja. Ja, ist das nicht eine Stadt? Irgendwann müssen Sie sich mal Rom ansehen. Die ewige Stadt. Über Ravenna, den Hafen, kommt man gut ran. Oh, warten Sie, ich höre gerade etwas Eigenartiges, was ich sofort aus meinen Gedanken eliminieren muss. Nun, ist weg? Ja. Wunderbar. Jahrelange Selbstdisziplin, wissen Sie? Wunderbar. Pabla. Oh. Oh, haben Sie einen Hexenschuss? Es sah so aus. Nun, Mr. Dunfield kommt heute auch noch. Welche Besorgung müssen Sie denn machen? Nun, ich möchte noch ein paar Lebensmittel besorgen. Oh, gucken Sie mal. Ja, nein, fahren Sie. Ich möchte den Wind spüren. Ich fühle mich dann wieder jung. Oh, oh nein, warten Sie. Oh. Oh. Kommen Sie, setzen Sie sich lieber.
Vielleicht esse ich ein wenig. Was denken Sie? Was meinen Sie? Ja, natürlich. Sollen Sie zum Saloon bringen? Ja. Ich will Sie natürlich nicht von Ihren Aufgaben abhalten, Barry. Ich war noch nie so frei wie heute. Wirklich? Nun, ich muss nur Miss Burton schreiben und ein paar Erledigungen tätigen. Ja, Brot. Wir brauchen Brot. Genau. Ja, ich habe, ich glaube, er hat es nicht gemerkt. Ich habe gestern Mr. Dunfield einen eingepackten Espresso gegeben. Ja, ja. Schrecklich. Und, weil ich kein Brot mehr hatte, Barry. Kommen Sie. Noch schlimmer. Und ich hoffe, er hat es nicht gemerkt. Ja, wirklich. Ja. Kommen Sie näher. Kommen Sie ganz nah. Guten Abend. Na, guten Abend. Nehmen Sie gerne Platz. Ich bin sonst gleich bei Ihnen. Ach, vielen Dank. Guten Abend, mein Kind. Wo bist du? Wie geht es Ihnen? Nun, wenn ich Ihren wunderschön neu möblierten Salon sehe. Nicht wahr? Ja. Es ist wundervoll geworden. Und das alles nur dank der Hilfe von Mr. McKenzie. Wirklich? Mhm. Ja, wirklich. Was hat der Mann denn für Sie getan, mein Kind? Nun, er hat eigenermächtigt sich um die neuen Möbel gekümmert und hat sie mit dem Zug rangeholt. Und tatsächlich gestern Abend ein paar Männer seiner Seite haben die Möbel hier hochgeschafft. Also ohne ihn wäre das wahrscheinlich noch Tage gewesen, bis wir... Fabelhaft. Bis wir wirklich wieder hätten öffnen können, ja. Also, herzlich willkommen in der alten neuen Bastille. Ja, vielen Dank. Danke. Traumhaft aus. Wie war die Hochzeit gestern? Meine erste Hochzeit komplett auf Englisch. Fantastisch. Englisch. Ein wirklich wunderschönes Paar, die sie einander verdienen. Natürlich haben sie ihr Auf und Ab, aber das sind die Prüfungen Gottes nicht. Das sind sie wohl, das sind sie. Und sie werden sich gegenseitig unterstützen, so soll es doch sein, nicht wahr? So soll es sein. Mhm. Gute Freunde haben sie auch nicht. Nun, was darf ich Ihnen denn an diesem heute schönen Tag bringen? Oh, ich würde gern zu Abend essen. Vielleicht ein Süppchen, wenn Sie haben. Und noch etwas, wie heißt dieses leckere Fleisch, Barry, was Sie mir so oft empfohlen haben? Hauseigenes Chateaubriand, nennen Sie? Ja, genau. Ja. Genau, fabelhaftes Gericht. Vielleicht noch Chateaubriand, das ist Rind? Richtig, das ist ein Rinderfilet in Teigmantel gewickelt. Dann würde ich einen Rotwein dazu nehmen, einen dunklen. Ja, das ist zu empfehlen. Mache ich zwei draus? Barry hat noch zu tun. Genau, ich muss noch weiter. Barry, bringen Sie mir bitte noch ein Dokumentenblatt mit. Ich muss noch den Trauschein für die Everetts aufschreiben. Durchaus, werde ich tun. Gut, suchen Sie sich einen schönen neuen Platz aus. Ich bringe Ihnen die Sachen gleich. Nun, ich würde an meinem alten, bekannten Platz in der Ecke dort oben sitzen. Natürlich. Beim Piano. Ich danke Ihnen. Dann einen schönen Abend. Bis gleich.
Ja, darf ich schon auftafeln oder möchten Sie auf Ihre Begleitung warten? Oh nein, nein, er wird so schnell nicht wiederkommen. Ich sitze nur sehr gern hier, wissen Sie. Man ist den Menschen so nah, dem Vulgus ist man so nah hier und doch sitzt man im Stillen und kann nur in Ruhe beobachten. Wissen Sie, in meiner Tätigkeit rede ich immer sehr viel und es ist manchmal ganz angenehm, einfach nur dem Treiben der einfachen Leute, der guten, einfachen Leute, so zu schauen. Das kann man hier bei Ihnen am besten, wirklich. Jetzt auf jeden Fall wieder. Ja, es muss sehr schwer für Sie gewesen sein, nicht? Es hatte seine schwierigen Momente, ja. Naja, über das Land ist ein Sturm gefegt und über die Bastille eben kurzfristig auch. Aber nichts, was wir nicht vielleicht irgendwie wieder gut machen könnten. Natürlich, ja. Und wie ich sagte, die Prüfungen sind einfach nur da, damit wir gestärkt aus ihnen hervorgehen. Und sehen Sie nur, Mr. wie McKenzie, ja? Ja, McKenzie. Er hat sich dann für Sie ja als sehr guter Freund erwiesen. In diesen harten Zeiten. Und so haben Sie etwas aus dieser Sache gewonnen, nicht? Wenn Sie das so sagen... Ja, das ist eine Betrachtungsweise, die ich so irgendwie noch nicht vor den Augen hatte. Stimmt. Wissen Sie, ich war etwas überfordert damit um die ganze Hilfe, was nicht heißen soll, dass ich sie nicht wertschätze. Und dann ist da ein kleiner Funke in mir gewesen, der gedacht hat, dass es vielleicht so schnell geht, mich etwas überrannt hat. Natürlich. Was der Bastille passiert ist, war nicht einfach nur so. Und wäre sie noch ein bisschen länger, in ihrer Demut oder ihrer ständlichen Aussehen gewesen, dann wären die Leute vielleicht ein wenig aufmerksamer geworden. Hm. Würden diesen Laden nicht einfach so für bare Münze nehmen. Wissen Sie, was ich meine? Ihn mehr wertschätzen, ja? Ja, genau. Ganz genau. Ja, ein guter Gedanke, den Sie haben. Wirklich. Ja, dann machen Sie doch mal einen längeren Urlaub. Ja, früher oder später. Nun, Miss Potter soll sich die Zeit jetzt zumindest erstmal nehmen und ich wollte einfach nach dem Rechten sehen. Und schwuppdiwupp kommt eins zum anderen und heute Abend wird wieder alles parat sein, was ich in jeden Topf bekomme, auf den Ofen stellen kann und alles wird seine Wege gehen. Aber Ihre Stimme klingt ein wenig traurig, mein Kind, wenn ich das sagen darf. Was wollten Sie gerade fragen? Sie grämen sich dafür, diesen Gedanken gehabt zu haben? Nun, ist es nicht etwas gemein? Auf der einen Seite, ich habe eine kleine Wut im Bauch darüber, dass die Leute dieses Juwel der Stadt einfach so, für normal und immer erreichbar erachten und natürlich sind sie freundlich und natürlich zahlen sie für das, wofür wir nun mal da sind. Das verstehe ich ja. Aber sie nehmen es so selbstverständlich und ich weiß nicht, ob dieser Gedanke nicht etwas töricht und böse ist. Vor allem ist er menschlich, mein Kind. Wir alle möchten gesehen und wertgeschätzt werden für das, was wir tun. Ja. Aber ich kann Ihnen versichern, Sie werden gesehen und wertgeschätzt. Gerade dass die Menschen immer hier hinkommen. Aber ich rede nicht von den Menschen, mein Kind. Ich rede von etwas Größerem. Sie immer beobachtet. Mit einem Lächeln. Der Mächtige. Es sind die Mächte Gottes, die ihnen ihre Freunde beschert haben. Und ihnen die Hilfe. Und es ist ihre eigene Demut, die sie davon abhält, diese Hilfe vielleicht anzunehmen. Natürlich ist es eine gewisse Zorn, der da ist. Natürlich. Grämen Sie sich nicht dafür, mein Kind. Nein. Ich werde es versuchen. Nehmen Sie es an. Nehmen Sie hin, was gegeben und... Glauben Sie mir, die Menschen nehmen die Dinge alle als gegeben, als selbstverständlich hin, die ihnen Komfort und Ruhe bieten. So ist der Mensch. Es ist wichtig, dass sie ihre Schaffenskraft aus dem finden, was sie tun. Für sich selbst und für Gott. Nicht nur für die Menschen.
Wenn Sie selber stolz auf Ihre Arbeit sein können und zufrieden mit dem, was Sie tun, mein Kind, dann... Ja, dann finden Sie wahren Frieden in sich selbst. Ah, Mr. Dunfield. Oh, da tut mir mein Hintern schon weh, wenn ich Sie sehe, Signore. Oh, excuse. Ich wollte eigentlich den Bischof abholen zur Reitstunde. Ja, mein Hintern. Mr. Berrigan war so nett und hat mich hier von der Kirche hierher gebracht. Ja, dann nun werden Sie auch mit ihm... Wollen Sie noch ein bisschen sich ausruhen? Ja, ich wollte gerade essen. Ja, setzen Sie sich doch. Mr. Dunfield, leisten Sie mir Gesellschaft. Nur den Hut und den Mantel vielleicht, ja. Ach ja, stimmt. Ich hatte es immer wieder. Tut mir leid, ja. Darf ich Ihnen denn eine Soda anbieten, Mr. Dunfield? Haben Sie auch was zu essen da? Ja, sicher. Wir haben etwas von einem aufgesetzten Eintopf. Ich könnte Ihnen eine Sauerteigpizza bringen oder auch eines unserer hauseigenen Chateaubriand, unsere Spezialität. Ich nehme den Eintopf. Gut. Haben Sie hier eine Garderobe, ja? Ja, neben der Tür am Eingang finden Sie mehrere Haken. Gut. Danke. Und entschuldigen Sie, dass ich Sie eigentlich während des Essens über sowas nästige. Die Arbeit eines Seelsorgers endet nie. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe meine Arbeit und ich finde meine eigene Schöpferkraft aus meiner Arbeit. Ohne dass ich davon von den Mitmenschen erwarte. Aber ich bin auch schon ein wenig älter als Sie, mein Kind. Ich kann Ihnen nur sagen... Ein wenig älter, ich kann Ihr Großvater sein. Das haben Sie jetzt gesagt. Nein, Ihr Vater kann ich sein. Nein, ich sprach von mir. Also. Ich hoffe, ich habe Ihnen einen guten Rat gegeben. Glauben Sie mir, wenn Sie es schaffen, stolz auf sich selbst und Ihre Arbeit zu sein, dann macht Ihnen die Arbeit gleich viel mehr Spaß und das Leben erscheint Ihnen gleich viel leichter. Ich könnte Ihnen sagen, ich kann auch die Messe vor leeren Bänken halten. Denn ich weiß, ich tue es für Gott. Und ein bisschen auch für mich selbst. Das wird aber nie passieren. Weil ich werde auf jeden Fall da sein, außer irgendwas Schlimmes passiert mit mir. Sie sind eine ganz besondere Art Mensch. Ist er dann viel? Das kann man so und so oder so nehmen, nicht wahr? Naja, auf jeden Fall besorge ich Ihnen jetzt erstmal eine ordentliche Portion des Eintopfs. Danke. Guten Appetit Ihnen. Ich habe gestern... Ach, ich weiß gar nicht. Haben Sie es schon gehört? Nein. Ich hatte gestern das Vergnügen, eine spontane... Neue Länder, neue Sitten. Eine spontane Blitzhochzeit abzuhalten. Erst war ich am Abend bei einer Hinrichtung in Blackwater. Blitzhochzeit, ja. Und danach... Sie kennen die Damen und den Herren, die ich gestern ehelichte. Doch, ich bin Miss Stone. Nein, sie heißt jetzt Miss Everett, glaube ich, ja. Das ist nicht der Ernst, Eure Eminenz. Ist das nicht wunderschön? Sie sind so ein schönes Paar. Naja. Oh, wären Sie derjenige gewesen, der etwas gegen die Eheschließung einzuwenden hätte? Nein, das nicht, aber der Mann, den Sie geheiratet hat, ich... haben auch auf ihn gelegt. In seinem Gefolge war jemand, der muss leider sprechen, der illegale Waffen an Verbrecher geliefert hat. Mr. Dunfield, es ist sehr bedauerlich. Deshalb habe ich diesen Mann natürlich nicht er selbst, aber trotzdem auch habe ich ihn selbst auch im Blick. Sagen Sie, Mr. Dunfield, kennen Sie die Buchreihe Don Quixote? Der verrückte Alte, der gegen die Windmühlen kämpft, nicht wahr? Ja, exakt, genau. Ja, habe ich gelesen, als ich Kind war. Ja. Ein Roman von Miguel de Cervantes. Ja. Nun,
Sie sagen, es ist der Kern, das Kernelement. Nun, der... Naja, ich habe erst den richtigen Grund, habe ich erst viel später erfahren. Ne? Das wusste ich ja nicht. Ich habe gedacht, als Kind, als Jugendlicher, das ist ein... Ich lag damals im Feld als Trommler und wir haben kampiert und ich habe das Buch gelesen. Ich dachte zuerst, es geht um Windmühlen, aber... Nein. Der wahre Grund ist der spanisch-niederländische Erbfolgekrieg wohl gewesen. Nun, die spielt in dieser Zeit, aber es geht um die Botschaft, die an dieses Werk vermittelt. Don Quixote bestrebt davon, ein Ritter zu sein, der gegen die Riesen antritt im Felde, gegen vermeintliche Riesen im Felde antritt, reitet am Ende einen aussichtslosen Kampf gegen die Windmühlen. Und doch ist er der Held der Geschichte nicht und er tritt an. Ja. Und das alles warum? Wegen einer Frau. Es ist doch immer wegen einer Frau, nicht? Wegen der Dulcinea. Nun. Das ist eines von den einzigen drei Büchern, die ich je gelesen habe. Nun, naja. Vielleicht ist es nicht ganz richtig, dass es immer wegen einer Frau ist. Würde man ihre Situation mit der von Don Quixote vergleichen, dann wäre ihre Quinchi mehr. Dann wäre sie vielleicht Recht und Ordnung, das Gesetz, nicht? Wollen Sie mich mit Don Quixote vergleichen, ja. Und auch Sie sind ein Streiter. Für die Ehre, nicht? Für vielleicht sogar, und das ist ja der Erbfolgekrieg, spanisch-niederländische, eine neue Zeit. Recke. Nicht? Diese neue Zeit schmeckt mir nicht. Ja. Sehen Sie, da sehen wir uns einig. Deswegen fühlen wir uns auch so zueinander hingezogen, Signore. Im Kern sind wir uns sehr ähnlich, glaube ich. Dieses neue Land, ich möchte ehrlich zu Ihnen sein, dieses neue Land verwirrt mich. Es stellt mich auf eine harte Probe, ja. Wenn ich ehrlich sein darf, seit dem Krieg geht ja alles den Bach runter. Und doch sind Sie noch hier, um die alten Zeiten aufleben zu lassen. Sie hätten das alte Amerika erleben müssen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche angreifbaren Dinge, die waren, sondern ich meine, wie die Menschen lebten, die Zivilisation, die Kultur, verstehen Sie? Respekt. Ja. Voreinander, untereinander. Genau das. Ein Respekt, den es heute nicht mehr gibt, nein. Zwischen Kriminell und zwischen Zivilisation. Ja, wissen, natürlich. Diese Kriminalisation, die wir jetzt haben, die gab es damals nicht, jedenfalls nicht hier im Süden, oben im Norden, allen Teilen vielleicht, aber hier unten im Süden nicht. Hatte zu viel Respekt voreinander. Ja. Ja, natürlich. Natürlich haben die Reichen... Schön, wie er das erzählt. Gefällt mir sehr gut, wie er sich das auslegt. Aber ich rede ja von den normalen Menschen. Sklavenhandel und sowas sagt er gar nicht. Und da war man ehrlich zueinander. Aufrichtig, treu. Und diese Zeit heute ist, es ist so, als ob jeder ein klein bisschen kriminell wäre, nicht? Ja. Als ob es gesellschaftlich akzeptiert wäre, kriminell zu sein, nicht? Genau das. Ja. Wissen Sie, die Welt, aus der ich komme, in der ich lange Zeit gelebt habe, diese Welt ist untergegangen. Ach, das Essen wird kalt. Lassen Sie mich kurz... Essen Sie doch. Ich warte noch auf meinen Eintopf. Ein interessantes Thema, das Sie da ansprechen, wirklich. Ja. Essen Sie in Ruhe. Meine Partei will jetzt wirklich zu sein. Je mehr es auch hat, je mehr man von den Minuten zu dir kommt, je mehr
Neumond. Amen. Mini Patria et Filii Spiritus Sancti. Das duftet wirklich wunderbar. Ich esse hier immer sehr gerne. Ja, ja. Ja, Pizza, das klingt so nach dem, was hier, wo Sie daherkommen. Ja. Ach ja, die Pizza. Nun, ein... Ja, das ist... Wissen Sie, woher die Pizza kommt? Hm. Nein, nein. Aus dem antiken Roma. Es war eine Armenspeise. Hm. Wo ist das denn? Nun... Das ist eine lange Geschichte. Entschuldigung, Sie essen Sie ruhig. Frag mich, wo mein Eintopf bleibt. Ja, wo ist die Dame hin? Da unten kehrt sie. Ah. Ma'am? Sie sind wunderschön, nicht wahr? Meine Güte, ja. Sehen Sie, das ist eine Rose des Südens. Glauben Sie, sie könnte auch tiefer singen? Denke schon, ja. Aber sie singt wunderschön. Never trust a man if he doesn't have covetous on his hand. Never wears a suit and tie. You can run and you can hide. Won't tell you so and sign the dotted line. The devil wears a suit and tie. The devil wears a suit and tie. Ich geh mal fragen. Oh ja, natürlich. So, und wir suchen uns jetzt mal das Liedtext raus. Den hatte ich Ihnen bereits hingestellt, Sir. Jetzt einen mal kommen. Da steht er ja. Ich bin ein blinder Mann. Waren Sie auch? Ja, ist etwas dunkel hier, nicht? Ja, das war es wohl. Ich habe da nicht hingeschaut. Na dann, Gott und unser Herr Jesus Christ segne dieses Mal und beschütze uns. Amen. Sagen Sie. Ja, ja. Bitte. Wissen Sie noch, wie heißt die Besitzerin? Wie heißt die Dame? Hier, keine Ahnung. Puta van Culo. Was für ein Ding? Nichts. Ich habe mich nur geärgert, dass ich Namen vergessen habe. Na, ich kann ja gleich fragen. Sagt Ihnen Schubert etwas? Schubert klingt irgendwie preußisch. Ja, ja. Folgt der Dichter und Denker nicht. Ja, ja. Er hat ein unglaublich schönes Lied ich glaube, es war Anfang dieses Jahrhunderts. Ich höre es gerade in meinem inneren Ohr. Stellen Sie vor, in 10 Jahren sind diese Lampen hier aus Strom. Die werden mit Strom gespeist. Und hängen dann wahrscheinlich wie die anderen auch an der Wand. Wieder? Meine Güte.
Na, vielleicht haben wir Glück und wir sind dann bereits tot. Ja, und es gibt diese komischen Kutschen ohne Pferde. Ja, ich... Tja. Ja, ich erstmal weiter. Ja. Hubert, Verzeihung, ich hole nicht ab. Nicht ab. Ja. Ave Maria. Das ist ein unglaublich schönes Lied. Ave Maria, ja, das kenne ich. Ach du meine Güte, es ist einfach unglaublich schön. Ah, da kommt Barry. Barry. Sie sollten Abend. Sich ein Grammophon zulegen, Eure Eminenz. Ah, das läuft doch auch mit dieser Elektrizität, nicht? Ja. Oh, vielen Dank, Mr. Barrigan. Aber sehen Sie nur, es sind Männer wie der junge Mr. Barrigan hier. Es sind Männer wie der junge Mr. Barrigan hier, der mir Hoffnung auf die Zukunft gibt. Ja. Tatkräftige junge Männer. Wo kommt er eigentlich her? Nicht Herz woanders. Am rechten Fleck. Ohio, liegt das im Norden? Ja. Ach, Exzellenz. Ja. Nun, ich habe Miss Burton ein Telegramm. Im Norden, natürlich. Ach, Mr. Dunfield, kennen Sie einen Mr. Schatzus? Nee, wie heißt der Mann? Mr. Piraschus. Pinocchio. Mr. Precious. Ah. Nein, sagt mir nichts. Ah, schade. Das auch nicht. Nun, ich habe geantwortet, Ja, erzählen Sie, sagen Sie es laut. Mr. Dunfield darf ruhig mit. Nun, Mr. Dunfield, ich habe hier die Nachricht, dass jemand in Rhodes die Kirche verkaufen möchte. Nun, sie steht natürlich im Besitz der römisch-katholischen Kirche. Ja, wir haben Dokumente, die das belegen. Ich habe ein Dokument gefunden in unseren Archiven, die das belegen, von 1838. Da sind wir wieder bei der Kriminalität, Signore. Nun, ich habe zu Miss Burton geschrieben, werte Miss Burton, ich erreichte die schreckliche Nachricht, dass jemand die First Church von Rhodes verkaufen möchte. Unfassbar. Haben Sie Kenntnis von diesem Vorhaben? Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich Ihnen geschrieben. Ich lese gerade vor. Ja, er sagt uns, was er geschrieben hat. Ach so, Entschuldigung. Alles in Ordnung. Essen Sie weiter, mein Sohn. Wir sind tiefst erschüttert über diese Nachricht, da die Kirche von Rhodes selbstverständlich im Besitz der Heiligen Römischen Katholischen Kirche steht. Sag jemand, dass er dumm ist. Da ich selbst zweifelte, suchte ich stundenlang in den Archiven der Kathedrale und fand eine Eigentumsurkunde des ersten Bischofs aus dem Jahr 1838. Nun werden Sie bereit für ein Gespräch, Missverständnis wird Sie im Handumdrehen lösen können und so weiter. Noch ein paar Formalitäten. Nun, ich bin gespannt, was die Dame sagt. Harry. Ja. Harry. Sagen Sie, wissen Sie... Wissen Sie, wie die Dame da unten heißt? Nun, nein. Ach, ein Topf war lecker. Harry, ich habe es vergessen, Harry. Könnten Sie das herausfinden? Ja, natürlich. Ich danke Ihnen. Dieses Mädchen ist alleine hier, kämpft alleine im Saloon. Sie hat eine schwere Prüfung hinter sich. Irgendwelche Raufbolde haben diesen Laden übel zugerichtet, ja. Scheiße, man sollte mal für sie ein bisschen sammeln, nicht wahr? Ich meine, das kostet ja alles eine Menge Geld, das Interieur hier, nicht wahr? Ja, wir aus dem Süden wissen, was Interieur ist. Und wissen Sie was, Eure Eminenz? Wir können es auch schreiben. Wirklich? Ja, das können die im Norden nicht. Mr. Dunfield, ich habe nie daran gezweifelt, dass Sie es nicht wissen. Ja. Ja. Haben Sie keinen positiven Bezug zu jemandem aus dem Norden? Es gibt sicherlich Menschen aus dem Norden, die anständig sind. Das will ich damit nicht in Abrede stellen, aber... Naja, ich meine den Norden im Allgemeinen, nicht wahr? Ja. Sie sehen ja, was sie aus Sonne nie gemacht haben in ihren Fabriken, diesen rauchenden Schloten. Und da sehen Sie es. Und doch, die Kirche steht seit 1720 wurde sie erbaut und seitdem steht sie hier. Ja, Sie wissen aber, was davor oder da war, wo die Kirche steht. Natürlich weiß ich das, natürlich. Gut, ich wollte nur gut, in Ordnung. Ich gehe nicht drauf ein weiter. Oh, ist das nicht Nein, der Governor? Ach, ist er das? Ja, Mr. Dunfield.
Oh, würden Sie... Nein, alles gut. Miss Grace. Grace. Grace, was ein schöner Name. Ja, durchaus. Ja, wirklich. Bezaubernd. Sie haben sie nicht singen hören. Barry. Nein, Sie haben mich noch nicht singen hören. Aber ich habe sie... Ich kann das nämlich nicht. Vielleicht sollten sie singen. Wenn sie singen könnten, sollten sie vielleicht zusammen singen. Oh, was ist das für ein Lied? Nun, das ist der Marsch der römischen Kapelle. Sie sind heute aber mal wieder keck, Barry. Nein, das ist wirklich das Lied. Habe ich noch nie gehört. Marsch der römischen Kapelle. Na, der Marsch. Ein Marschlied. Nun, wenn Sie das sagen, ich bin etwas verwirrt. Klingt eher Fidelio aus dem Saloon. Haben Sie noch ein bisschen Papier für mich, Barry? Oh. Hab ich vergessen. Haben Sie das Brot, Barry? Na, das liegt im Lager. Ah, Bane. Im Kircheninventar. Ja. Reichlich. Ich glaube, ja. 20 Stücke oder so. Ja, das ist leider gestern ausgegangen. Ich musste ein paar... Aber Mr. Bergen, wann am Mittwoch? Um 20 Uhr. Gut, gut. Sorgen Sie, dass Mr. Doggerty auch da ist, ja? Ja. Und wenn seine Eminenz mitkommen will, kann er gerne mitkommen. Nein. Ich denke, es geht um das Training... Es geht um Selbstverteidigung. Ja, ja. Nun, ich habe ja Barry. Gut, gut. Und gut. Mr. Doggerty und ich habe Sie, Mr. Dunphy. Sie können sich das ja angucken. Sie müssen ja nicht mitmachen, das meinte ich. Ja, ich werde es mir überlegen. Na gut. Ja, durchaus. Ich werde es mir auch überlegen. Wieso überlegen? Nun, ich habe etwas Angst vor Schusswaffen. Es geht ja nicht um Schusswaffen. Es geht ja erstmal darum, die Entwaffnung, um die man sich verteidigt. Ohne Waffe. Oh ja. Oh ja, das klingt fabelhaft. Das kann ich. Ich brauche sie ja da nicht irgendwie groß an der Schusswaffe zu trainieren. Ich meine, das haben sie ja schon benutzt, nicht wahr? Ja, das ist dann... Hat Ihnen Barry von seinem letzten Überfall erzählt? Ja, hat er. Die beiden haben erst beide erzählt, ja. Ja. Und wie gesagt, es geht darum, wie man jemanden eine Waffe aus der Hand schlägt und solche Dinge halt. Grace hieß sie, ja? Miss Grace. Ist das der Nachname, ja? Und sie sagte, die meisten nennen mich Miss Grace. Ah. Gut. Und Gesundheit. Tut mir leid, es ist die Lunge, nicht wahr? Es ist halt, wie gesagt. Ja, der Staub. Nein, das ist der Durchschuss damals. Ach so. Der Durchschuss. Das kenne ich. Ach so, nein. Bei der Schlacht von... Von Gettysburg habe ich eine Kugel komplett durchbekommen. Ich habe es Ihnen ja schon erzählt. Ja. Und da muss ich ab und zu, habe ich das Problem, dass sich da was im Hals sammelt. Das ist alles, weil da gehe ich nicht drauf ein. Das muss man immer mal wieder abhusten. Ja, genau. Ja, mein Onkel starb an Tuberkulose. Er hat auch immer versucht, er hat immer gesagt, das huste ich ab. Und das hat nicht funktioniert. Schwindsucht, Sie meinen Irgendwann hat Tuberkulose ihn abgehustet. Ja, Sie meinen Schwindsucht. Schwindsucht, daran ist meine Mutter auch gestorben. Ich weiß, wie das ist. So prüft uns Gott, indem er uns die Liebsten nimmt. Am Ende hatte sie die galoppierende Schwindsucht. Ja. Da kam das Blut nur so aus ihr raus. Naja, immerhin hat sie meinen Vater fast 20 Jahre überlebt. Barry, würden Sie gleich die Rechnung bezahlen? Für Mr. Dunfield auch erst eingeladen. Ja, natürlich. Und, nicht bitte, Mr. Dunfield. Natürlich. Ich bitte Sie. Gut, in Ordnung. Ich insistiere. Barry macht das gerne. Barry, würden Sie Mrs. Grace noch einmal vielleicht fragen, ob sie noch mal herkommen könnte? Natürlich. Danke Ihnen. Mein Gott, diese Singstimme. Ich muss sie einfach fragen. Ja, wunderschön. Vielleicht singt sie in der Kirche, was meinen Sie? Das wäre fabelhaft, das wäre wunderbar. Gottesdienst, das wäre fantastisch. Suche schon seit längerem. Mr. Chateaudot ist keine große Hilfe. Wer ist mir was? Chateaudon? Ja, das ist der Weißkittel, ja. Ja, dieser Protestant. Ja, viel Blabla, nichts dahinter, nicht wahr? Ja, man muss es leider so sagen. Naja, mich wundert es nicht mehr, wenn Sie mich fragen. Ja, das werden Sie hier wahrscheinlich bei einigen sehen. Ja, ich komme aus Rom, Signore. In Rom verbringt man die meiste Zeit mit Blabla. Das Wichtige ist zu unterscheiden,
wer auch, was hinter dem Blabla ist, nicht? Rom, das war diese Stadt da in Europa, ja? Ja, diese ewige Stadt existiert seit 2000 Jahren. Ist aber nicht da, wo Jesus gekreuzigt wurde, oder? Nein, das ist Jerusalem, das Zentrum der Erde. Ah, das ist Jerusalem, das Zentrum der Erde. Rom. Natürlich, Jerusalem ist das Zentrum der Erde. Ich müsste mir mal eine Weltkarte angucken. Ja, schauen Sie sich mal eine Weltkarte an. Mehr als hier. Ja, keine amerikanische Weltkarte, nein. Nun, Rom ist wirklich eine unvergleichliche Stadt. Seit über 2000 Jahren, seit etwa 1000 Jahren beherbergt sie nun den ersten Bischof Rom, seine Exzellenz, seine Heiligkeit, den Stellvertreter Christi auf Erden, den Papst, momentan Leos der 13. Da läutet was bei mir. War nicht Petrus der Erste? Ja, war der erste Bischof Rom, aber es war noch in einer Zeit, als die Kirche noch unter Verfolgung litt. Oh, ja. Miss Grace wird in Kürze zu Ihnen kommen. Bene. Wunderbar. Was heißt Bene? Das ist italienisch und bedeutet gut. Ah. Bene. Bene. Hervorragend. Sie den Schnurrbart noch ein wenig dünner. Sie könnten Italiener sein, Signore. Nein. Der Schnurrbart bleibt so, wie er ist. Oh, sie kommt. Ich bin echt ein South Carolina. Aber hallo. Eiche gebaut, ja. Sie sagen es, Signora. Oh, Signora. Sie haben nach mir gerufen. Nun, ich bat Barry zu fragen. Es blieb uns nicht umhin, als sie da unten fegten. Sie haben eine unvergleichliche Stimme, mein Kind. Ein wahrer Segen, ein wahres Gottesgeschenk. Ich und Mr. Dunfield hier oben sind sprichwörtlich dahingeschmolzen. Eine Rose des Südens, weißt du? Eine wunderschöne Rose des Südens und so wundervoll im Liebreiz vom Klang. Mann, es war wirklich im Niederknien und nun es ist nur ein Angebot und ich weiß nicht, ob sie sich bereit erklären würden dafür natürlich. Aber die Kirche sucht wunderbare Singstimmen. Was ist dein Gottesdienst ohne ein, zwei Lieder, nicht? Oh, das wäre schön, das wäre wunderschön, ja. Nun, erst einmal, ich danke Ihnen für die lieben Worte. Zweitens, manchmal passiert mir das einfach, dass ich weiß nicht, doch etwas lauter bin, als ich sein sollte. Aber wenn ich so in der Arbeit vertieft bin, dann kommen mir die ein oder anderen Lieder in den Kopf. Nun, das draußen hat sich auch wunderbar angehört. Ja, wunderbar. Würden Sie natürlich dementsprechend entlohnen. Nun ja, das wäre dann die nächste Frage, ob Sie es ehrenamtlich tun wollen würden oder natürlich wären wir auch bereit, Sie dafür zu entlohnen. Oh, nun, es ist für das Gotteshaus. Ich denke nicht, dass es einer Entlohnung bedarf. Und wenn, dann würde mir auf die Schnelle jetzt nicht direkt etwas einfallen, muss es doch nicht das Geld sein, würde ich es am Ende sowieso der Suppenküche überlassen. Ja, das wären dann ja wieder wir. Ja, ja. So schließt sich der Kreis scheinbar. Die Speisung läuft jetzt komplett über die Maria-Wohl-Stiftung. Ja, haben Sie eine Ausgabe für die Dame? Ach, natürlich. Also, ich glaube. Was für Lieder stellen Sie sich denn so vor? Sie sprachen gestern von natürlich dem Ave Maria. Ja, von Schubert. 1825, eins meiner Lieblingslieder. Ein fantastisches Lied. Ansonsten. Das ist jetzt unsere Zeitung. Einmal die Woche. Ah, ja, jeden Montag. Ansonsten Sie kann haben gestern Ihnen, davon erzählt. Ansonsten kann oh, Ihnen. Die geht auch zu Hause, Ma'am. Danke. Wenn Sie die hier vertreiben möchten, dann wäre das auch möglich. So halten wir es mit eigentlich allen Zeitungen, die sich dem anbieten. Oh ja, gerne. Dann wäre das Miss Burtons Judge-Presse, aber. Ja. Und das wäre wunderbar. Nun, dann denke ich, geht ein Teil der Einnahmen an Sie ab, nicht wahr? Nein, ehrlich gesagt nicht. Sie geben uns einfach die Menge der Exemplare, die Sie hier lassen wollen. Von Miss Burton bekommen wir etwa immer so 5 oder 6. Sie nennen uns, zu welchem Preis das Ganze vertrieben werden soll. Und dann machen wir zum Ende quasi die Abrechnung, was davon wirklich weggekommen ist. Das heißt, wir bekommen erst die Einnahmen und dann geht das Geld an Sie. Nun, da würde ich etwa also ein paar Druck frisch besorgen und dann würde ich nochmal erscheinen. Wäre das in Ordnung? Ja. Die Herrschaft noch etwas verweilen hier. Ja, so es lange, ist. So lange, aber ja. Ach so, ja.
Müsste ich mich gleich tatsächlich noch für ein, zwei Erledigungen auf den Weg machen. Aber sie würden mich... sagten Sie nicht, Sie machen auch einen Gottesdienst am Mittwoch? Ja, das wäre dann an der Emerald Heart oder Donnerstag. Ah ja, richtig. Ja, am Donnerstag wollten wir den machen. Stimmt. Donnerstag, ja. Ja. Und dann Donnerstag. Und ich würde Ihnen... Na, ich bin mir nicht sicher. Die Emerald Heart war sehr schön, wirklich. Aber dieser Baum auf dem Hügel hat mir auch sehr gefallen. Da würde ich von Abstand halten, eurer Eminenz. Sie reden von dem Flaschenbaum. Das ist ein indianisches, keine Ahnung, Heiligtum, irgendwas. Ja, von wem? Meine Güte. Ja, das ist so. Von den Ureinwohnern hier, von den, ja. Wie heißt der Stamm? Sind das die Lanaashi? Das ist wohl von den Wapiti. Achso. Na gut, wenn die da noch leben, dann gehen wir da lieber nicht. Die sind zwar nicht mehr hier unten, aber dennoch haben die immer wieder von oben aus dem Reservat einen Blick hier runter. Ja, das sollte man nicht unbedingt provozieren. Nein, das muss nicht unbedingt ein Grund sein, dass wir da wieder den vierten Wapiti kriegen oder fünften haben. Ja, also, durchaus. Nein, um Gottes Willen. Dann, ich kann es Ihnen nur anbieten. Bringen Sie die Zeitungen bei Wir sind montags, mittwochs und freitags in der Regel hier. Und ansonsten sehen wir uns sicherlich an einem Sonntag, dann könnten wir es so halten. Na perfekt, ich danke vielmals. Hören Sie, irgendwo jammert hier eine Katze, die hat, glaube ich, Hunger. Ja, die Hauskatze. Nachdem die Rattenplage in Santenese groß war, haben wir eine Katze besorgt und jetzt hat sie nichts mehr zu tun und hat sich irgendwie an der guten Sahne satt gefressen. Ah ja, das kenne ich. Ich habe drüben in Hartbands in Emerald Heart. Nein. Ich habe in Emerald Heart ebenfalls zwei Katzen auf der Terrasse, dem Balkon vom Pub. Ja, Kitty wenn es und was Cashes, abzugreifen gibt, dann tummeln sie sich manchmal nicht wahr. Die fressen nur Dosenlachs, nicht wahr? Ach, man nimmt, was man kriegen kann, so ist es doch. Nun, kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja, denken Sie über mein Angebot nach, über meine Bitte. Ja, richtig, natürlich. Und wenn Sie Interesse haben, dann stellen wir ein paar Liedtexte für Sie zusammen, Signora. Und Sie schauen sich die an und überlegen es sich. Es wäre eine wirklich große Hilfe. Und ich glaube, mehr Menschen würden kommen, nicht wahr, Barry? Natürlich. Seien Sie sich da nicht so sicher, nicht, dass viele kommen, um es zu hören und danach erscheinen sie nie wieder. Aber, ich werde darüber nachdenken. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass die da schreien. Nein. Ach, warten. Ich danke Ihnen. Nach. Vielen Dank. Ja. Nun, dann, Gentlemen, wenn Sie mich entschuldigen mögen, sollte doch noch etwas fehlen, finden Sie im Körbchen vorne an der Kasse noch ein paar Sachen. Natürlich. Ist in Ordnung, ja. Bryce, es war mir ein Vergnügen. Miss einen Bryce, schönen Abend. Schönen Abend. Mr. Bergen. Ja, natürlich. Würden Sie uns vielleicht Ihr Pferd geben für die Reitstunde? Nun, das Pferd ist tot. Oh, meine Güte. Ein Überfall? Entschuldigen Sie, davon gehe ich direkt zuerst aus. Nein, es war krank. Ich muss das erlösen. Na gut, dann kaufen wir unten beim Stall ein Reitpferd. Natürlich. Ach so, Barry, gibt es noch was zu tun für mich in der Kirche? Oder wartet vielleicht jemand auf... also ich meine, nur damit ich auch wirklich Zeit habe. Wollt ihr euch wirklich vor dem Reitunterricht drücken? Um Gottes Willen, niemals. Natürlich, ich freue mich schon die ganze Zeit darauf. Anliegen. Ja, was oh, vielleicht so... Zeit? Also es ist wie gesagt freiwillig, wenn sie nicht... Sind Sie sicher, dass... nun, ich meine, wenn er Hilfe braucht, dann sollte ich vielleicht mal... Wie gesagt, Mr. Dockerty hat Neuigkeiten, aber... Naja, das haben wir ja dauernd. Ja, also man sich... Ich meine, er kann ja auch unten gegenüber vom Stall zum Teich kommen, da sind wir ja. Oh, ja. Ja, dann machen wir das so. Ein guter Gedanke, dann kann ich die Reitstunde doch wahrnehmen und Mr. Dockerty auch empfangen. Nun, ich würde mal so sagen, dem Tonfall von... Mr. Paroli zu urteilen. Sagen Sie, wann hätten Sie denn noch Zeit für die Reitstunde? Oh Mann. Wann Sie wollen. Gut, dann machen wir es, wann Sie wollen, Eure Exzellenz. Und nicht heute. Oh. Farbe haben. Nein, ich muss das natürlich. Also, kommen Sie, gehen wir reiten. Mr. Dougherty fährt.
Mr. Berrigan! Ja, er hat ein Pferd. Ja. Könnte uns Mr. Doggerty senden? Bestimmt, ich frage ihn. Fragen Sie mal bitte. Eure Eminenz, wir gehen schon mal runter. Ja, ja, natürlich. Ja, ankleiden soll ich mich auch, ich Trottel. Guten Abend. Guten Abend, Mr. Perrin. Ah, guten Abend. Signore McCoyne. Oh, Eure Exzellenz. Ich höre nur Gutes über Sie und Ihre Arbeit, wie immer. Ja. Das Office ist aufgestockt, nicht wahr? Ein wenig, ja, tatsächlich. Und wir müssen los, die Herrschaften. Dann so müssen Sie sich nicht aufhalten. Stimmt, ja, wir müssen, ja. Kollege, schönen Abend noch. Schönen Abend. Guten Abend, noch so. Sollen wir noch starten von der Lieferung? Und zur Kirche und dann zum Stahl gegenüber, auf der Wiese, oder nicht? Zum Kirche, ja. Fahren Sie ruhig langsam. Ja, nun, ich habe es versucht. Nein, nein, nein. Sie mit Mr. Doherty rauszureden. Ja, aber ich kann ja nicht, nun, ich kann ja nicht. Meine Exzellenz, Sie sind der Bischof, Sie können alles. Ja, aber ich meine, Diplomatie, das ist etwas, was Sie lernen müssen, um einen Mann wie Mr. Lanfield gewogen zu halten. Nun, muss man manchmal sich auf seine Spielwiese begeben, verstehen Sie? Nun, ich glaube, es hat einen Grund, dass er immer wieder... Wir könnten ihn auch bestechen, aber wir können es auch so machen, wie Sie wollen. Ich glaube, er ist nicht bestechlich. Oh. Wenn die Summe stimmt, ist jeder bestechlich. Wenn Sie es so sagen, ja, die Summe ist, dass ich Reitstunden mit ihm nehme. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, natürlich. Ist Mr. Doherty wirklich hier? Ach so, nein, natürlich nicht. Ach so. Haben Sie noch Papiere? Nein. Ah. Ach so, was machen wir denn hier jetzt? Na, zu Mr. Doherty. So. Ihm sagen, dass wir sein Pferd brauchen. Ja, wir schauen, ob er da ist. Ja. Mr. Doherty! Nun, er scheint nicht da zu sein, Mr. Doherty. Hm. Naja. Er ist weg. Was machen wir denn jetzt? Na dann... Ist er vielleicht drüben in der Abendküche? Oder fahren wir da vorbei, ja. Ja. Aber auch die... Das jetzt so lange, bis es dunkel wird. Er muss ja irgendwann wieder zurück zu Emerald Ranch. Ah, vielleicht ist er bei der Emerald Ranch. Gute Idee. Wo ist denn die Armenküche? Nach rechts. Wo ist denn die Armenküche? Na, da wo, da, beim armen die Straße, Haus. Jetzt hier rechts runter und die zweite, die nächste, oh, übernächste Straße links. Ja. Irgendwas stimmt mit dem Sitz nicht. Ich bleibe irgendwas hier und mich. Zurückkommt, ja. Ja. Okay. Wo sehen Sie Mr. Chateaudot? Wir sagen kurz Hallo, nicht? Na, natürlich. Kommen Sie. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Sieht aber fabelhaft aus. Na, aber Sie erst. Ja, ist das eine neue Krawatte? Ebenso. Ja, Signore. Was sagen Sie? Ich sagte ebenso, Signore. Es ist doch schön, Sie zu sehen. Na, ich fragte mich, ob das eine neue Krawatte ist. Oh, ich variiere etwas, ja. Vielen Dank. Aus der Seide? Ich nehme an, ja, es ist aus dem Krieg meiner Schwester. Ich glaube, sie verkauft gar nichts anderes. Ja. Von ihrer Schwester? Ihre Schwester führt edle Stoffe? Oh ja, sie ist Eigentümerin des Spaldings-Gebäudes. Ach, wirklich? Ach, meine Güte, wir durften sie noch gar nicht kennenlernen. Ja. Sie ist derzeit gesundheitlich verhindert. Bedauerlich. In New York. Bedauerlich. Nun, richten Sie von uns gute Besserung aus. Das werde ich tun, wenn ich ihr das nächste Mal schreibe. Sie hatte einen schweren Sturz, wissen Sie? Du meine Güte. Die Ärzte in New York, so großartig die Ärzte hier in Saint-Denis auch sind, sie haben dort etwas bessere Ausrüstung. Hm. Oh. Ja. Signore, wie war Ihre Hochzeit?
Ich denke, das gegen Sie, Dr. Vasquez, denn ich habe nicht geheiratet. Nun, vielleicht irre ich mich auch und es war eine andere Person. Leider, irgendwas stimmt mit meinen Ohren nicht. Ich kann sie gar nicht verstehen. Nun. Was sagt der Mann, Barry? Er sagte, was denn? Ach so, ja, verstehe. Dr. Vasquez, lass dich kurz frisch machen. Wen? Ich habe ihn nicht verstanden. Das passiert manchmal. Naja. Das ist der sein Akzent. Ah. Oh, schrecklich. Ich dachte, es wäre der Wind, der seine Worte weggetragen hat. Oh, Mr. Dunfield, guckt, wir sollten weiter. Nun. Schönen Tag, Ihnen beiden. Der kommt gleich wieder. Es war eine Freude, Sie zu sehen. Naja, ebenso, ebenso. Guck, dieses Grummelig, ich muss. Ja, das stimmt. Ja. Nun wenn ja, schade. Mit dem Mann? Nun, wenn Mr. Dunfield fragt, dann würde ich Sie bitten zu sagen, dass wir ein wichtiges Gespräch kurz hatten, ja? Selbstverständlich. Ich danke auch. Ihnen. Vielen Dank. Einen wunderschönen Abend, Gott segne Sie. Wunderschönen Abend. Ach, das war unvermeidbar. Natürlich. Nun, ich hoffe, es kommt jetzt niemand und überfällt uns. Ich bin mit dem Bischof ganz alleine. Wieso sagen Sie das? Weil ich es hoffe. Dass es niemand aber überfällt. Wieso schreien Sie das? Beschwören Sie es da nicht herauf? Barry, ich mache mir Sorgen. Jetzt rechts. Haben Sie Mr. Doherty an der Kirche gesehen? Nein. Wen? Ah. Annabelle, haben Sie Mr. Doherty gesehen? Oh. Auch Marit, seliger die Frau. Da ist leider eine Umleitung. Wir müssen einen kleinen Umweg fahren. Lassen Sie uns kurz an der Kapelle vorbei. Vielleicht ist Mr. Doherty da. Oh, das ist eine fabelhafte Idee. Ja. Dann drehe ich einmal an der Telegrammstation vorbei. Vielleicht schreibt er gerade ein Telegramm. Ja, das kann natürlich sein. Oh, kann der Mann schreiben? Natürlich. Ah ja. Ich meine, er ist schwarz. Ja, die können alle schreiben. Huch, ist das Mr. Doherty? Guten Abend. Pferd? Meine Güte. Nicht so schnell. Oh, wir müssen noch Papier besorgen. Stimmt, natürlich. Ja. Ein Glück, dass ich mich verfahren habe. Oh nein. Ist das Mr. Doherty da hinten? Das ist Miss Burton. Ja, sehr gut. Sie guckt jetzt die Telegramme nach. Sie können wir gleich hier. Ich packe mir einen. Ja. Schauen Sie nach den Papieren. Miss Burton! Die Kirche. Entschuldigen Sie kurz. Oh, Mr. Manet. Hey. Oh, wunderbar. Weißt du, Sie, mein Kind? Miss Burton, haben Sie kurz eine Minute? Ja, eine Minute. Oh, wunderbar. Ich muss zur Steuerabgabe. Oh, das glaube ich Ihnen. Nur ganz schnell, mir ist zu Ohren gekommen, dass die Kirche in Rhodes verkauft werden soll. Oh, das ist mir neu. Ja, ach, wirklich? Ja. Meine Güte. Nun, und von wo haben Sie das gehört? Ja, von Mr. Doherty. Und er sagte mir einen Namen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es Precious war oder irgendetwas anderes. Ich habe ihn nicht mehr im Kopf. Ich würde ihn nochmal nachfragen. Nun, ich bin selber ins Grübeln gekommen, da natürlich die Kirche logischerweise in dem Besitz der römisch-katholischen Kirche steht. Ja, natürlich. Nun, jetzt bin ich so ins Zweifeln gekommen, dass ich das ganze Archiv durchgesucht habe. Mhm. Und ich habe, Moment, da muss ich ganz kurz nachschauen. Oh je, es ist doch nicht nur eine Minute, es tut mir furchtbar leid. Ich glaube, ich habe es nicht dabei, ich habe es abgelegt. Doch, ich habe es dabei, oh meine Güte. Und schauen Sie. Wirklich. Nun, es ist fast nicht leserlich, es ist von, ich glaube, von 38 oder so etwas. Wirklich schrecklich. Warten Sie. Ich habe das Beste rausgeholt, was ich konnte. Es war wirklich. Ich habe noch einige gefunden, die völlig unleserlich waren.
Was steht da genau? Hiermit geht es mit sofortiger Wirkung. Ich glaube, es geht um die First Church of Rhodes, heißt sie, glaube ich. Nicht wahr? Nein, das ist ihr Siegel. Es ist, dass ihr gehört die Kirche zu ihnen. Durchaus, und dachte ich, es ist auch von dem damaligen Bischof von. Ach, den Namen nicht mehr, Leo. Irgendetwas. Nun, in der Kenntnis war ich ja auch. Lassen Sie sich davon nicht verunsichern, falls Sie... Unfassbar. Nun, haben Sie gehört, an wen die gehen soll oder wer daran Interesse hat? Ich meine, das ist nicht möglich. Ja, wirklich. Also ich werde mich weiter erkundigen und... An eine Kirche nicht verkaufen. Nein, und wer kauft denn so etwas? Wirklich? Nun, informieren Sie sich da gerne, ja? Und leiten das an mich weiter. Signora, für den Fall der Fälle, wenn es zum Äußersten kommt in dieser Sache und die Kirche sich wirklich... mit allen Waffen wehren muss, die der Rechtsstaat bietet. Kennen Sie einen guten Anwalt? Ja. Würden Sie Ich kenne auch gute Marshals. Aber ich denke, da kommen wir auf Sie zurück, nicht wahr? Ja, Mr. Manet, ist die Kirche sehr wichtig. Ja, selbstverständlich ist mir die Kirche. Es ist mein zweithöchstes Gut in meinem Leben. Das erste Gut ist mein Leben und nachher kommt die Kirche. Wirklich? Wie Madame Burr. Nun, dann werden wir es so machen. Ich werde mich weiter umhören und wenn ich Neuigkeiten erfahre, dann erfahren Sie es von mir, Miss Burr. Signora Manet, nicht? Ich habe Sie in der letzten Woche gar nicht im Gottesdienst gesehen. Das ist... Olaban Blackwater. Nein, leider Gottes hatte ich in Blackwater mit diesem Gefangenen, wo... Ja, gehängt worden ist, noch die letzte Sache zu erledigen, leider. Und bedauerlich, dass Ihre Aufgaben auch am Sonntag stattfinden, nicht? Das ist wirklich sehr bedauerlich. Nun, aber Miss Bird muss jetzt wirklich weiter. Ja, excuse. Gut, ich war eine Ehre, mit Ihnen zu sprechen. Er wird es bestimmt diesen Sonntag schaffen. Ja, Signore, der Ring, die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Oh ja. Ne. Ja, natürlich auch für Sie die Ehre, Signora. Und meine Güte. Ich danke Ihnen. Gott segne Sie. Möge Gottes Segen mit Ihnen sein. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dann kommen Sie, wir nehmen die Bahn. Kommen Sie. Nun sind Sie das, Mr. Little. Wunderbar, hat Mr. Doherty Sie erreicht? Nein! Ja, gut, dass ich Sie treffe, ich suche Sie schon lange. Oh, eine Entschuldigung, nein. Oh, bei was denn? Zu unserem Aushebungsvertrag, sag ich mal. Nun, haben Sie es gesehen? Ich habe alles erledigt und die Gräber wieder verschlossen. Na... Gerne doch. Doc hat ihr mich gesucht. Nun, um Ihnen das mitzuteilen, dass wir die Sache erledigt haben. Ah, sehr schön. Ja, durchaus. Oh, wir lassen nächsten Sonntag dafür eine größere Spende da. Ach, vielen Dank. Ich danke vielmals. Nun, Sie können auch gerne verbreiten, dass es ab jetzt jeden Sonntag Euer den Glaubens... Exzellenz. Hallo. Das ist jetzt jeden Montag... Lied. Dass es jetzt jeden Montag den Glaubenskompass gibt. Ein Kirchenblatt, ein Gemeindeblatt. Ja, ich hab's gesehen. Ich hole es mir später in Rhodes, um es zu lesen. Ach, ich danke Ihnen vielmals. Nun, verteilen Sie die Kunde gerne. Ja, mach ich. Wunderbar. Dann einen wunderschönen Abend noch. Ebenso. Gott segne Sie. Segne Gott, dass er mit Ihnen, Signore. Sehen Sie, Eure Exzellenz. Nun, es sind alle Aufgaben wieder vom Tisch. Und Miss Burton steht voll und ganz hinter uns, dass die Kirche uns gehört. Wen? Ach, wunderbar. Haben Sie von Konstantin und der Schenkung gehört? Natürlich. Nun, worauf wollen Sie hinaus? Nun, der Grund der weltlichen Macht der Kirche in der Welt. Ein Kaiser in Rom. Sie möchten mir doch nicht unterstellen, dass ich die Verträge gefälscht habe. Nun, eine üble Nachrede. Es ist natürlich nicht wahr, dass diese Verträge gefälscht sind. Ja, ich wollte gerade sagen, also es wäre schrecklich. Nun, wir konnten Mr. Doherty leider nicht auffinden, das heißt, wir haben ein Pferd zu wenig. Ach, bedauerlich. Ja, bedauerlich. Dann ein anderes Mal. Oh, oder er ist schon, vielleicht hat mir seine Pflicht nach schon zu Emerald Heart gerufen. Also, ich glaube, ich habe hinter uns gerade Mr. Doherty entdeckt. Wirklich? Ja, ich glaube schon.
bin mir aber nicht sicher. Naja, möglich. Nun, dann gehen wir zurück zur Kirche. Ja. Es tut mir leid, Mr. Dunfield, mitteilen, dass wir nicht teilnehmen können. Ach, wirklich ein Jammer. Ja, wirklich. Nun, sagen Sie, wie wäre es mit einer Reise? Wohin? Zu Emerald Heart. Wir bieten ihm an, als Ausgleich ihn zu Emerald Heart zurückzubringen. Genau. Vielleicht ist Stone da. Klasse. Mr. Dunfield! Nun, wir haben ein Pferd zu wenig. Mr. Doherty ist nirgends. Eure Eminenz, bei eurem Respekt, den ich Ihnen gegenüber habe, aber ich habe keine Zeit hier zu verschwenden oder zu vergeuden. Oh, scusi. Ja. Suchen Sie sich jemand anderen, der die Reitstunden macht, da Sie ja scheinbar keine Reitstunden wollen. Aber Mr. Dunfield, ich bitte Sie. Bedauerlich. Wenn wir ihn nicht zu Emerald Heart bringen. Schade, ein weiteres verlorenes Schaf. Naja, nein, das nicht. Ups. Nun dann. Dann gehen wir eben selber zu Emerald Heart. Ich war. Und fragen nach Spenden. Ja. Ups. Was ist denn hier los? Das piekst mich immer. Meine Güte. Nun einen wunderschönen Abend noch. Schönen Abend. Ja, schon. Und wer war denn der Mann? War es Mr. Doherty im Schafspelz? Nun sollen wir ihm wenigstens noch anbieten, mitzunehmen. Ich weiß nicht. Er scheint etwas traurig. Ja. Oh, nach Ihnen. Nach Ihnen. Ach, vielen Dank. So gütig. Mr. Dunfield, so warten Sie doch, ich bitte Sie. Mr. Dunfield, excuse me, wenn ich Ihre Zeit gestohlen habe. Eure Eminenz, darum geht's nicht. Wenn Sie nicht reiten lernen wollen, dann sagen Sie es doch. Es schien Ihnen so wichtig, Signore. Da wollte ich, das da dachte ich. Das ist mir wichtig, weil es der Tag kommen könnte, wo sie vielleicht mal wegreiten müssten, irgendwo flüchten müssten mit dem Pferd. Ja, und wie gesagt, das wollte ich Ihnen nicht nehmen, diesen Gedanken, mich in dieser Art zu unterstützen, wissen Sie. Aber nun, Sie schätzen die Ehrlichkeit und deswegen will ich ehrlich zu Ihnen sein. Signore, ich muss Ihnen auch sagen, ich schätze sehr Ihre Gegenwart und unsere Gespräche, wissen Sie, aber. Nun, das Reiten, ich sage es Ihnen so, das letzte Mal, ich konnte nicht schlafen, weil mir mein Po so wehtat. Verstehe, aber Sie haben sich sehr gut gehalten, nicht wahr? Sie sind gut geritten, Sie haben das Tier gut geführt, also gar kein Problem. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ja, und es tut mir leid, dass ich diese Charade mit Ihnen gespielt habe, Senior. Es war nicht meine Absicht, Sie in das Licht zu führen. Ich hoffe, Sie verstehen, dass. Nun, ich meine Güte, oh. Ich hol dich gleich vom Kurzbock, du. Meine Güte, oh. Oh. Redet er von Ihnen, Barry? Nein. Ach du meine Güte. Mr. Dunfield. Nun, das sah aber jetzt nicht so aus, als hätten Sie ihn da runtergeholt. Nun, was ich sagen will, ist, es war nicht meine Absicht. Es war nicht meine Absicht, Ihre Gunst mir gegenüber zu verlieren. Ich wollte im Gegenteil, wollte ich Ihnen das Gefühl geben, dass ich zu schätzen weiß, was Sie tun. Nun hat die menschliche Seite überwiegt und Sie haben es natürlich gemerkt, Signore. Es ehrt Sie natürlich und mir bleibt nur, mich in dieser Angelegenheit bei Ihnen zu entschuldigen, nicht? Die Entscheidung muss von Ihnen kommen, nicht von mir. Wenn Sie sagen, Sie wollen reiten lernen, dann tun wir es. Und wenn Sie merken, es geht nicht, Sie können es nicht. Natürlich ist ein Shire auch ein mächtiges Trumpf von dir, ja? Ja. Dann geht es halt nicht. Ja. Vielen Dank für Ihr Verständnis, Mr. Dunfield. Ja, und dann. Er hat Sie. Dann, ja. Ja, dann. Nun, möchten Sie in der Reisekutsche mit zu den Emerald Hearts kommen, Mr. Dunfield?
Und wir wollten schauen, ob Signora Stone da ist. Ja. Wir können gerne zusammen reisen, aber ich muss auf meinem Pferd reiten. Ja. Nun gut. Und ich mit der Kutsche. Reiten wir denselben Weg in unterschiedlichem Gefährt, nicht? Ja. Wunderbar. Wunderbar. Wieso fährt er jetzt ohne sie los? Ich glaube, er ist ganz aufgewühlt. Ah. Vielleicht hat er wieder seinen Müll in der Kutsche liegen lassen und muss ihn schnell beseitigen. Ah. Er ist so oft aufgewühlt, was? Ja. Und es ist dieses Land, Signore. Ja. Wissen Sie, Sie kommen hier aus dem Süden. Die Menschen sind ehrlich und direkt zueinander. Sollten Sie, ja. Ich komme aus der großen Stadt, nicht wo man... Nun, neue Länder, neue Sitten, verstehen Sie? Ja. Wo man dem Menschen eher auf nette Art versucht, klarzumachen. Ja. Vielleicht kann sogar ich hier noch etwas lernen. Dennoch habe ich es lieber, wenn mir jemand was direkt so vor die Nase hält, mir direkt sagt, was Sache ist. Nun, ich... Sie müssen verstehen, ich war... Ja. Ich bin diese Direktheit nicht so gewohnt, die... Ich bin auch ausgebildeter päpstlicher Diplomat. Am Hof. Ja, ja. Das, der K&K, Österreich-Ungarn, nicht... Eine Zeit... Was ist das jetzt schon wieder? K&K, Österreich... Das ist, nun, das ist der Kaiser von Österreich. Das andere Kaiserreich, nicht wahr? Ja, genau. Man spricht ebenso Deutsch, ja. Ja, ja. Und Preußen ist... Preußen ist ein Königreich, ja. Oh, da meine ich das Kaiserreich, ja. Ja. Können Sie, wie heißt das Deutsch? Ja. Ja, können Sie das? Ja. Ah, ja. Deutsch, Englisch, Latein, Griechisch, Hebräisch. Oh je, das ist ja eine Menge, nicht wahr? Nun, das gehört zur Ausbildung eines Priesters, die alten Sprachen zu können, nicht? Ein wenig Respekt. Antike Ägyptisch. Ja, wenn aber... Ich kann nur Englisch. Ja. Na, besser gesagt amerikanisch. Und dafür haben Sie andere Qualitäten. Reiten zum Beispiel, nicht? Oder das Schießen. Also die Freude am Reiten, meine ich. Ich reite für mein Leben gern. Ja. Und sehen Sie, da ist es wieder... Achtung. Ich bin da. Das war knapp. Haben Sie die Kutsche aufgeräumt? Ich danke Ihnen. Ich halte Ihnen die Tür auf. Bitte. So. Traveler! Oh, Eure Exzellenz. Setzen Sie sich. Ach, ich bin so wuschig. Sie müssen drehen. Oder wir drehen vorne. Vorne drehen geht auch. Ja. Lassen Sie sich kurz fallen. Ich sitze doch. Ach, nee, doch nicht. Warten Sie, ich habe eine Idee. Wieso hat die Kutsche so einen Hubbel im Dach? Nein, das... Nun, lassen Sie sich doch einfach mal ein bisschen fallen, seelisch, nicht wahr? Meinen Sie so? Was? Probieren wir es. Ist alles Gute drin, Eure Eminenz? Ja, bestens. Gut. Nun, wo sollen wir hin? Nach links. Nach rechts! Meine Güte, Sie müssen nicht gleich ein Messer ziehen. Quatsch. Und meine Güte, der Wendekreis ist schrecklich. Vorsicht. Entschuldigen Sie. Vorsicht. Guten Abend. Ja, du bedient. Guten Tag. Entschuldigung. Nun, auf geht's. Mr. Dunfield, erzählen Sie! Wie sind Sie in den Dienst gekommen? Ich meine... Oh! Entweder... Oh! Oh!
Alles in Ordnung da vorne? Donfield! Moment. Oh Gott. Eure Exzellenz, ist alles in Ordnung? Na, ich steige mal aus und schaue mal. Kommen Sie her! Nicht aufstehen! Nicht aufstehen! Nicht aufstehen, Sie können sich was gebrochen haben. Meine Güte. Wenn Sie meinem Pferd jetzt was getan haben, bringe ich Sie um. Oh nein, was denn? Wo sind wir? Avocado, wie geht's dir? Avocado. Alles in Ordnung. Ja, ja. Alles gut. Was denn? Ja, alles gut. Ich will weiterleben. Wo sind wir denn hier? Nun. Ja, das stinkt so drauf, verdammt nochmal! Seien Sie doch nicht so. Oh. Ah, oh, wir sind noch in Saint-Denis. Ja, ihr Hut. Nun, wir sind nicht so weit gekommen. Hat ihn gut gestanden, Berrigan. Bemühen Sie sich nicht, ich steig schon selber wieder ein. Der fährt uns doch wieder um der Wache. Meine Güte, ich habe irgendwie die Pferde nicht unter Kontrolle. Oh! Ich spüre nichts hier hinten. Ja, das ist fabelhaft. Weich wie eine Butterfeder. Hui. Wir schauen mal, ob Mr. Dunfield uns hinterherkommt. Hallo. Guten Tag, Sir. Oh. Also das ist jetzt der schnellste Gang, den wir haben. Was merken Sie? Es vibriert ein wenig. Ja, es zuppelt. Ja, es zuppelt. Fabelhaft. Jetzt passen Sie auf. Oh. Meine Güte. Was denn? Barry? Ja. Alles in Ordnung? Natürlich. Na, Mr. Dunfield. Normal. Da haben Sie aber doof aus der Wäsche geguckt, nicht wahr? Ja. So, zwei schnelle Pferde habe ich da vorne. Hier hinten spüre ich nichts. Oh, wo hätten wir lang müssen? Und Sie wissen doch, dass wir nicht mehr durch den Sumpf reiten. Ah ja, dann fahren Sie jetzt geradeaus. Fahren Sie nicht nach Rhodes. Wunderbar. Also nach Rhodes, hat er gesagt. Auf geht's. Nicht wahr, Eure Exzellenz? Er sagte ganz klar nach Rhodes. Nein, ich glaube, er sagte nicht nach Rhodes. Oh. Heilige Maria Mutter. Ich sagte nicht nach Rhodes. Ich glaube, wir haben die Exzellenz verloren. Wirklich? Der sitzt doch drin. Ach so. Ah, dann haben wir sie nicht verloren. Sehr gut. Das ist lustig hier. Und ich kann. Ach, sie haben mich doch verloren. Hallo? Sie haben mich doch verloren. Hallo? Barry! 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 Sie haben mich doch verloren! Schockschwere Not. Barry! 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 Ja, stimmt doch mit den Kutschen nicht, Mann. Barry! Ha. Jetzt müsste ich doch reiten können. Das ist blöd, dass man nicht sitzen kann und schreiben kann. Das wäre so viel angenehmer, ey.
versuche hier gerade diesen Trauschein fertig zu machen. Aber ah, ein Glück. Sie hatten mich doch verloren. Kommen Sie, ich... Ah, nein, da ist die Kutsche. Da kommt der Verrückte, ja. Das meinte ich doch mit, Sie sind gar nicht da. Ja, diese Kutsche, irgendwas stimmt halt nicht. Ein. Vielleicht... Auf geht's. Jetzt reicht's aber langsam hin. Was hat er denn jetzt schon wieder? Hören Sie auf, mein Pferd anzupumpen. Und das habe ich gar nicht getan. Nein. Ich habe ja eine Hose an. Ja. Ihre Pferde meine ich, Ihre Kutsche, Ihr Vehikel. Guten Tag, Sir. Mr. Dunfield, Sie müssen lernen, ruhiger zu werden, aber dazu sind Sie noch zu jung. Eure Exzellenz. Ja, ich bin ganz... Sind Sie noch da? Ja, ich bin noch ganz erschrocken. Erschrocken vor was? Wie ist das denn passiert? Hat der Boden abgegeben oder wie? Ich weiß es nicht. Ich war in der Kutsche. Wir haben ihn vergessen. In der Kutsche und dann war ich auf einmal nicht mehr in der Kutsche. Bin ich wachgewandelt? Sie sind doch eingeschlafen. Oh. Ja, das kann sein. Wachgewandelt. Ah, ja. Wachgewandelt. Und haben mit einem spektakulären Hechtsprung die Kutsche verlassen. Nun, Eure Exzellenz, nächtigen wir in der Emerald Hearts? Nein. Oh. Wir wollten noch nur einen Ausritt machen. Wir reiten hin und wieder zurück. Wunderbar. Jetzt links gleich da vorne. Wunderbar, rechts Richtung Kirche. Ich bin noch da. Wunderbar. Ich bin noch da. Das ist schnell. Ich bin noch da. Eure Eminenz, sind Sie noch da? Ja. Gut. Und sind Sie sich sicher? Nein. Wann ist man noch da?
Und wann nicht mehr, nicht? Wo sind sie noch da? Na. Ah. Nein, bin ich nicht. Ich glaube, ich steige herab in den Himmel. Ah. Mann, ey. Och, ist das ätzend, ey. Hallo. Oh. Oh Gott. Du meine Güte. Ist der dann fehlt? Nein. Oh. Nein! Nein! Was macht? Nein. Oh nein. Nein. Amino Patri. Ich will die Spiritus Sancti. Lauf! Der Hexe trifft dich! Nein. 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 Nein, es ist nur ein Pferd. Dieses Pferd ist verdammt nochmal mein Leben! Nee, gut. Oh! Nun, aber ist es trotzdem ersetzbar oder nicht? Nein! Warum denn nicht? Es gibt doch Händler. Das hast du nie verstanden, Lieber. Entschuldigen Sie, der Mann hat etwas... Der Mann ist mir vor die Kutsche geritten. Jetzt ist sein Pferd tot. Von wegen vor die Kutsche geritten. Natürlich. Jetzt ist er noch über die Beine des Pferdes geritten. Satanfield, tun Sie das nicht. Tun Sie das nicht? Satanfield. Oh, das wollte ich nicht. Hören Sie auf! Ich glaube, das muss jetzt mal geklärt werden, ja? Ich bin in der Kutsche. Lassen Sie das, Mr. Dunfield! Es ist doch nur ein dummer Gaul! Nennen Sie mal ein Pferd! Es ist doch nur ein dummer Gaul! Oh, Sie wollten es doch nicht anders! Ich wollte es nicht anders! Jetzt, das haben Sie davon! Das haben Sie davon, wenn Sie nicht aufpassen, wo Sie hinreiten! Lassen Sie das! Irgendwie auch mal wieder prügeln. Oh! Ah. Ich habe wieder diese extrastische Erfahrung. Meine Güte. Ich steige auf in den Himmel. Oh, ich bin wieder in der Welt. Ich bin in der Kutsche. Nun, ja. Mein Beileid, Mr. Dunfield. Ein wirklich guter reisender Gefährte, den. Traveler. Nun, wenn es etwas. Traveler. Nun, wenn es etwas gibt. Was man für ihren Freund tun kann. Oh, wie süß, die Katze. Dieses... Oh, wie süß, seine Katze macht sich Sorgen um ihn. Oh, guck mal. Ich weiß, dass der Spieler von eine Katze hat. Steh auf, du Trottel. Oh. Fahren wir weiter. Zu Emerald Heart. Herr, Schöpfer aller Lebewesen,
Unsere Herzen sind mit Trauer erfüllt. Lass es nachher abholen. Ich habe jetzt kein Pferd mehr. Nun, vielleicht kann man noch etwas tun, meinen Sie nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es nur bewusstlos. Jetzt lassen Sie uns zur Emerald Harp bitte reiten, damit ich weiß, ob ich für mein Pferd noch was tun kann. Natürlich, eilen wir. Oh, sind drin. So gut, jetzt, ja. Ja. Oh. Steigen Sie bitte hinten ein. Ach, Exzellenz. Ja. Diesmal habe ich wirklich Mist gebaut. Oh. Ja. Hilfe! Was stimmt denn mit dieser Kutsche nicht? Vielleicht schicken Sie sie mal kurz rüber ins Gebüsch. Ah, es regnet. Oh, es gibt Pferdemedizin, aber... Ich hoffe, er lebt noch. Ein guter Freund. Schnell zu Emerald Harp! Schauen Sie, Pferde, da gibt es bestimmt neue. Bleiben Sie still. Ja, Barry, ich denke, wir sollten... Konzentrieren Sie sich, die Kutsche zu lenken, ja. Ja. Ich habe Mr. Dunford noch nie weinen hören. Nein. Ich hoffe, er lernt daraus. Ich stoffel sein dämliches Maul gleich. Ein für alle Mal, eure Eminenz, ich knall ihn ab! Barry, ich glaube, das Klügste wäre, wenn Sie jetzt schweigen. Nun. Sagen wir, probieren wir das mit dem Schweigegelübde, worüber wir letztens gesprochen haben, nicht? Bis nach Saint-Denis wieder, ja? Ja, Mr. Dunfield, wir sind da. Nein, das... Oh. Nun, richten Sie Miss Stone unsere Grüße aus und, ja, tut mir leid mit dem Pferd. Wir reiten ja, nach. Ich hoffe, Sie machen es nächstes Mal besser. Psst, Barry! Ja. Nun, ist wirklich nicht sein Tag. Oh ja. Erst breche ich ihm das Herz und dann Sie. Nun, und sein Pferd. Ja. Ja. Nun. Vielleicht haben wir Mr. Dunfield für die Kirche jetzt verloren. Bedauerlich. Durchaus. Nun, schade. Ja. Schade. Egal. Das Leben geht weiter. Es muss weitergehen. Wir haben höhere Aufgaben und Ziele als das Herz dieses gebrochenen Mannes. Würde mich nicht wundern, wenn er jetzt dem Alkohol wieder verfällt. Ja, durchaus. Seine Arbeit verlieren wird hier, das Einzige, was ihn hält. Irgendwann sitzt er dann da, in seinem stillen Kämmerlein. Und holt sich ein Bier. Nein, er hat, Sie müssen sich vorstellen, wahrscheinlich den Tisch voller Flaschen, leeren Whiskys. Seine Familie, die er verloren hat, nachtrauernd. Jetzt Traveler. Seine Arbeit, seinen Stolz verloren. Und das alles aufgrund seiner fahrlässigen Reitweise. Liegt nur vor ihm das Einzige neben den leeren Flaschen auf dem Tisch. Liegt er sein Revolver. Und eine Kugel noch im Lauf. In meiner Geschichte hat er den Rest verkauft, wissen Sie? Um den Whisky zu bezahlen. Na, Achtung! Jedenfalls... Ja, das glaub ich auch. Liegt dann da dieser Revolver. Und sogar seinen Glauben hat er verloren. Ich glaube nicht, dass er diese Prüfung überstehen wird. Ich glaube, er wird den Revolver nehmen in dieser Situation. Würde mich sehr wundern. Wenn nicht, wäre er ein stärkerer Mann. Und er wird einen Platz in der Kirche finden. Vielleicht können wir mit ihm eine Art Garde aufbauen, ja. Ja, vielleicht wäre das gar nicht schlecht für die Kirche, was heute passiert ist. Durchaus. Wenn der Mann also diese Prüfung besteht und sich an die Kirche wendet,
Also ich meine, er wird natürlich seinen Beruf jetzt verlieren. Er wird völlig am Ende sein und wieder trinken. Am Boden. Fast sterben. Aber wenn er nicht stirbt. Nun, und sagen wir, wenn er dieses Szenario mit dem Revolver, ja? Ja, durchaus. Nimmt er den Revolver und richtet sich selbst, schafft seinen endlosen Leiden, dem tiefen Trauertal seines Lebens ein Ende? Wird es leider weitergehen, bedauerlich. Hä? Oh. Oh, war das Traveler? Nun, vielleicht sein Geist. Ah ja. Aber so etwas wie Geister gibt es nicht. Also eigentlich schon, aber nur den Heiligen Geist. Naja, egal. Was wollte ich sagen? Durchaus. Na genau das. Ja. Also, ich war stehen geblieben. Richtet er sich selbst hin, dann kommt er in die Hölle, weil er ein Selbstmörder ist, nicht? Ja. Bedauerlich wäre das wirklich ein... Ja, ein Verlust. Ein Verlust. Und das alles wegen eines Pferdes. Ja. Nun richtet er sich nicht hin und kommt in die tröstenden Arme der Kirche, dann kann man ihn vielleicht nutzbringend einsetzen. Aber da muss man ihn natürlich erst wieder aufbauen, was ein aufwendiger Prozess ist. Ja, habe ich die Zeit für sowas? Na, ich werde sehen. Eure Exzellenz, sagen Sie, war es meine Schuld? Ich mache mir gerade Gedanken. Ja, war es, Barry. Aber ich habe es doch gerade dargelegt. Es war Gottes Wille am Ende, nicht? Nun, es war meine Schuld. Nun ja, mit, nicht? Bitte. Aber Sie sind Gottes Werkzeug, Barry, und von daher ist es auch Gottes Wille. Auf jeden Fall habe ich keine Wahl. Ja. Ach so. Nun, dann war es auch in Ordnung. Und sehen Sie, genauso über... Armenhaus. Ja, und genauso ist es mit... Ach, das ist so schön weich hier hinten. Ich rolle mich von links nach rechts. Ah, hören Sie mein freundliches Schreien? Fantastisch. Natürlich. Aber sehen Sie, Barry, es ist genauso wie mit dem Traveler heute. Genauso ist es mit dem Mann im Sumpf, den Sie erstachen. Nun. Oder den Räuber, den Sie niederstreckten. Euch aus. Alles der Wille Gottes. Ja. Oh. Ah. Es ist der Wille Gottes, dass das passiert. Denn er schreibt jedes Kapitel unseres Lebens. Deswegen grämen Sie sich nicht. Es ist alles eine Richtigkeit, was passiert ist. Und wenn Mr. Dunfield es schafft, Traveler wiederzubeleben und jetzt nicht mehr kommt zu uns, dann... Nun, dann... dann ist das auch Gottes Wille. Ja. Schöpfen Sie Trost aus diesen Worten, nicht? Ja. Oh, was war das? Ein Betrunkener? Nein, ein... Ich glaube, es donnert. Alles in Ordnung? Steigen Sie ein. Nein, nein, ich gehe. Irgendwas stimmt nicht. Es sind überall Federn, die raus... gucken und mich anpieken. Ich hatte erst darüber gelesen, Elektrizität hilft. In geringer Stärke soll das Wunder wirken. Wie gesagt, ich bin nicht hysterisch. Vielleicht sollten wir Mr. Harris fragen, ob er seinen Stuhl zur Verfügung stellt. Vorher war es noch so ein schönes Wetter und jetzt ist es so schrecklich. So ist es. Der Himmel weint um den Verlust von Traveler. Aber vielleicht sollten Sie kirchlichen Beistand suchen, Dr. Johnson. Möchten Sie beichten, meine mehr Liebe? Mit Ihnen. Ich muss nicht beichten, weil ich weiß, dass es die Wahrheit ist. Und der Weg der Rechtschaffen ist gepflastert mit Steinen der Liebe und der Selbstliebe. Hervorragend. Grandios. Ja. Auch mit Wahnvorstellungen? Es sind keine Wahnvorstellungen, Mr. Schroeder. Ach, wenn Sie mir versuchen, einzubleiben, dass ich... Ja, ich komme gleich. Bin. Einen guten Abend. Gehen Sie ruhig, gute Nacht. Abend. Bis gleich. Guten Abend. Guten Abend. Mr. Schroeder. Guten Abend. Mr. Little. Wäre es möglich, Sie zu sprechen, irgendwo, wo es nicht so stark regnet? Selbstverständlich. Stellen wir uns irgendwo unter ein Dach.
Scusi, Signora, darf ich fragen, worum es ging in Ihrem Gespräch? Das mit den Wahnvorstellungen, ich bin sehr interessiert. Oh. Nein, es sind keine Wahnvorstellungen, aber so. Ich bin heute von Valentine nach Sonne nie geritten. Und da ist mir ein Mann nachgeritten und mich verfolgt auf ein Maultier und einen Bärenkopf auf dem Kopf. Eine Kapuze vielleicht? Das könnte sein, aber trotzdem mit einem Bärenschädel. Ja. Spannend. Und der hat mich verfolgt, 15 Minuten lang. Und es hat dann aufgeholt und hat gesagt, ich soll mich vom Bären in Acht nehmen. Und ist da erst dann weggeritten. Könnte es sein, dass er sich selbst gemeint hat? Mit dem Bären, meine ich? Das könnte sehr wohl sein. Aber warum sollte er ihn nachreiten und ihnen dann sagen, dass sie sich vor ihnen in Acht nehmen sollen? Das habe ich mich auch gefragt. Merkwürdig. Aber was für ein spannendes Abenteuer. Freuen Sie sich darüber, dass Sie etwas zu erzählen haben. Ja, eigentlich schon, aber ich finde hier als verrückt betitelt. Nun, vielleicht in seiner eigenen Welt hatte dieser arme Irre Gründe, so zu handeln, meinen Sie nicht? Aber was für eine Gründe könnte das haben? Dem müsste man auf den Grund gehen. Eine wirklich spannende Geschichte. Mr. Coyne, was denken Sie? Was könnte der Grund dafür sein? Oh ja, Sie als Officer. Naja, ich weiß nicht. Es klingt ganz danach, als hätte es jemand auf Sie abgesehen. Ah, meine Güte. Sind Sie bewaffnet, meine Liebe? Ich meine, wenn Sie jemanden verfolgt und dieser jemand sagt dann noch, geben Sie Acht vor dem Bären, dann, naja. Aber er sah ja selber aus wie ein Bär. Das ist ja die Krux an der Sache. Ja, vielleicht hat er sich angekündigt, dass er in naher Zukunft vielleicht Janice ihm entführt, oder? Ja, das könnte es sein. Ich habe Angst. Ach so, ja. Sie brauchen keine Angst haben. Ich bin da, Dr. Johnson. Wenn Sie Angst haben, kommen Sie ins Department, Sie werden beschützt. Das freut mich doch. Ja, und vielleicht können Sie diesen Bären ja dingfest machen und ja, ihm das Fell gerben, sagt man so, nicht? Ja, genau, so kann man das. Oder aber ich war heute mit einem Südstaaten-Gentleman unterwegs, ja, ihm das Fell abziehen. Also quasi, damit meine ich nicht ihm Gewalt antun, sondern ihm nun die Kapuze wegnehmen, ja. Ja. Ja, dann haben wir es ja gelöst. So mehr oder weniger, ja. Ich glaube, ich muss dringend kurz in die Apotheke. Natürlich. Es ist sehr nass draußen. Ja. Nun, ein Schirm hilft. Ja, aber der liegt im Ärztehaus. Ich glaube, ich hole den gleich kurz. Oh, Sie sind Ärztin? Ja. Nun, hätten Sie vielleicht die Möglichkeit, ich habe einen, den auch letztens überfallen worden und wurde genäht. Oh. Vielleicht können Sie den... Sie wurden überfallen, Eure Exzellenz? Ja, Herr Barry hat mich gerettet. Er machte ein waghalsiges Manöver von einer Klippe herunter mit unserer Kutsche. Und so haben wir überlebt. Güte. Also nicht wirklich, naja, also wir mussten versorgt werden in Blackwater, nicht? Ach du meine Güte. Ja. Ja, aber das kann ich mir sicher anziehen. Ah, wunderbar. Darf ich Ihnen folgen? Ja, sicher. Mr. Coyne, ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich sehe ich Sie bald wieder. Ja, selbstverständlich. Und bleiben Sie so stattlich, wie Sie sind, Signore. Ja, natürlich, Eure Exzellenz. Einen schönen Abend. Ein stattlicher Mann, nicht? Er strahlt diese Ruhe und Sicherheit aus. Da fühlt man sich wirklich sehr... Ja, im Gesetzeshüter innewohnt. Sicher in der Stadt hier. Ja. Das braucht man. Er bringt die Polizei auf Zack, möchte ich meinen, nicht? Das ist so. Und 4 neue Officer. Dann können Sie kurz reingehen und auf den Stuhl sitzen und ich komme gleich. Ziehe mir das Höschen aus. So, perfekt. Dann nehm's doch. Ja, perfekt. Nun hier an der, sehen Sie links oben, ein dicker Holzsplitter steckt in dem Bein. Ach, du meine Güte. Ja, links, das ist recht. Ja. Also mein links. Ah, ja. Ah, ihr links. Scusi. Ja,
Es wurde versorgt von wer hat das denn vernäht? Dr. Maddox in Blackwater war das, ja. Ich lag mehrere Tage, hatte eine Kopfverletzung. Aber es ist schon ein wenig her, nun. Vielleicht in See. Es fühlt sich sehr gut an. Wann ist das genau passiert? Oh, 2 Wochen? 3 Wochen. Mhm. Doch, ich glaube, es ist ja ziemlich gut verheilt. Ich glaube, die Naht können wir jetzt öffnen. Ja. Perfekt. Dann will ich kurz alles bereitlegen und dann können wir das Ganze öffnen. Ja, lassen Sie sich Zeit. Und gut, wie geht es Ihnen? Oh. So. Nun, ich bin ein Diener Gottes, so ist Gott immer mit mir. Ja. Aber es ist ein sehr aufregendes Land, muss ich wirklich sagen. Ich bin jetzt seit fast einem Monat hier und ich komme aus Rom, wissen Sie, das ist alles ein wenig anders. Ruhiger. Hm. Edler, Rom ist ruhiger. Eleganter. Ja, gut, prächtiger. Das sind sehr viele Städte. Ja, ja. Ich war noch nie selber in Rom. Nicht? Oh. Nein, leider nicht. Mein Kind, Sie müssen dorthin reisen. Es ist eine heilige Stadt, wirklich. Ja, ich glaube, das nächste Mal, wenn ich mir eine Auszeit gönne oder die Ferien verreise, dass ich ja Rom sein. Soll? Achtung, schnell. Ich schneide die Naht kurz. Nicht groß bewegen. Ja. Ja, fühlt sich merkwürdig an, ich weiß. Dann. Aber es ist sehr gut verheilt. Dann haben Sie wohl Glück gehabt. Wissen Sie, als wir haben immer gesagt, Loda cita di Roma, usita eterna, sublime maestosa. Scusi, o ewige Stadt, erhaben und majestätisch. Du bist das Herz der Welt, das strahlend pulsiert, von den Hügeln deiner Gründung durch die Zeit getragen, wo Geschichte und Glaube in deinen Straßen vereint sind. Es ist eine unglaubliche Stadt, Signora. Ach, ich muss die Stadt jetzt wirklich sehen. Ja, sie erhebt sie einfach in neue Sphären. Es würde Ihnen gefallen, eine so adrette Dame wie Sie. Wirklich. Vielen Dank. Aber ich liebe es, andere Städte zu besuchen. Wirklich, wo waren Sie bis jetzt? Mittlerweile war ich jetzt in New York natürlich. Aber ich war auch jetzt in London. Eine schreckliche Stadt. Ich so sein. Hatte nie das Pech, dorthin geschickt zu werden, nein. Ja, doch, mittlerweile. Ich weiß nicht. Waren Sie in Wien, mein Kind? Waren Sie mal in Wien? Nein, leider noch nicht. Oh. In Prag. Es sind unglaubliche Städte. Man nennt Prag die goldene Stadt, wissen Sie. Und warum? Weil sie wunderschön ist. Nein, ich denke, hauptsächlich liegt es daran, dass sehr viel Sandstein verwendet wurde beim Bau der Häuser. Und das bedeutet wiederum, dass die Häuser eher gelblich sind. Und aber es ist eine sehr reiche Stadt, mit sehr hellen Dächern. Und wahrlich prächtig anzuschauen. Ich liebe Opern. Gibt es auch in Prag und in Wien viele Opern? Du meine Güte. Das Wiener Ensemble ist einfach unvergesslich. Es gibt eine Sängerin, Claudette heißt sie, glaube ich. Deine Stimme wie ein Engel, wirklich. Die steht im Raum und lässt einen die ganze Wirklichkeit vergessen. Es ist eine wahrliche Wonne, eine wirkliche Flucht vor der Wirklichkeit, wenn man sie singen hört. Ich wünschte, sie wäre hier und ich könnte sie so bringen, einmal in der Kirche zu singen. Nun ist es die Kirche, die Akustik in der Kirche nicht ansatzweise dasselbe wie das Wiener Opernhaus. Ja, und die Gebäude sind ja für das konzipiert. Nun, ja. Da, ich habe jetzt ihre Natte aufgemacht, die Fans sind draußen und ich habe noch eine Salbe raufgemacht, um das Ganze ein bisschen zu... Ja, jetzt ist es ein bisschen gereizt, ihre Haut. Und diese Salbe macht, dass das alles beruhigt und dass es dann auch nicht anfängt zu jucken.
Scusi, was sagten Sie? Alles in Ordnung, ja? Alles ist in Ordnung. Ich habe nur noch eine Salbe raufgegeben, damit sie ihre Haut ein wenig beruhigt. Ja, aber Barry wird mich eincremen. Ja, brauchen Sie noch? Ich kann es sonst das mitgeben. Ja, warum nicht? Sie riecht ganz Perfekt. Nett, die Salbe. Wie? Perfekt. So. Dann kannst du sie einfach auf den Oberschenkel machen, nach Bedarf. Ah, ja. Bene. Scusi, wie war Ihr Name, Signora? Dr. Johnson. Dr. Johnson. Genau. Nun, ich danke Ihnen für Ihre wahrlich heilenden Hände. Vielen Dank für Ihre... Wir wissen über diese... Ja, nun, ich danke Ihnen. Vielen Dank. Scusi, Sie wollten etwas sagen. Ich danke Ihnen um Ihre Geschichten und das Erzählen von den Städten, die ich unbedingt bereisen noch muss. Ja, das müssen Sie. Tun Sie es, mein Kind. Fangen Sie aber mit Rom an. Die ewige Stadt. Gebaut auf 7 Hügeln, wissen Sie. Ja, das muss ich mir unbedingt aufschreiben. Ja. Das schreibe ich mir gleich auf. Das ist unglaublich. Rom. Perfekt. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Was? Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein, ich danke Ihnen. Will ich Sie nicht länger von Sie auf sich auf. Ihrem Tagwerk aufhalten? Ja, Sie ebenso, mein Kind. So, die Schuhe sind wieder verpixelt. Ihr Lieben, so, jetzt könnte ich die Sachen aufsetzen. Das machen wir nochmal eben. Oh, nee. Ja? Ist etwas, mein Kind? Nein. Wieso? Sie sehen aus, als warten Sie auf etwas oder jemanden. Ich warte auf viele Dinge. Ha, tun wir das nicht alle, mein Kind? Das stimmt wohl. Nun passen Sie auf, dass Sie sich keine Blasenentzündung holen, wenn Sie auf dem kalten Stein sitzen. Und wo es doch geregnet hat, nicht? Ja. Eigentlich werde ich nicht so schnell krank. Ah. Dann sind Sie gesegnet mit einem stabilen Körper, nicht? Nun, ich habe viel Zeit draußen in der Wildnis verbracht mit meinem Vater zusammen. Oh. Da muss man durch einiges durch. Klingt nach einer schönen Zeit, die Sie verbracht haben. Ja, würde ich so sagen. Und Sie? Was machen Sie? Nun, ich muss noch ein paar Schriftstücke aufsetzen. Schriftstücke? Worüber denn? Ach, freudige Angelegenheiten. Ein Trauschein. Ja. Ein Trauschein? Hat jemand geheiratet? Oh, ja. Ein traumhaftes Paar, wirklich. Unglaublich süß. Der Beweis, dass der Herr da oben uns glücklich sehen will, nicht? Die Liebe, meine ich. Ja, das stimmt wohl. Aber da fragt man sich, warum er einige Männer so kompliziert gemacht hat. Wie sagen es, mein Kind? Ja, der Mensch ist kompliziert. Alles Folgen der Erbsünde, wissen Sie. Ja. Das kann gut sein, ja.
Aber vielleicht ist dieses Labyrinth, das wir gehen müssen, dem Geruch der Liebe immer folgend, den richtigen Weg weisen, damit wir am Ende heraustreten und die eine Person begegnen. Nun, aber vielleicht hat man sie ja schon begegnet. Mein Vater hat immer gesagt, die wahre Liebe gibt es nur von den Eltern. Oh, ein weiser Mann, ihr Vater. In der Bibel steht, du sollst Mutter und Vater ehren, nicht? Das stimmt, tue ich auch. Tut auch ein bisschen weh, dass ich sie zurückgelassen habe, aber manchmal muss man neue Wege gehen. Darf ich fragen, warum Sie sie zurückgelassen haben, mein Kind? Die Welt ist groß und... Sie sind neugierig. Ja, ich möchte andere Kulturen kennenlernen. Ja. Andere Menschen. Und Sie scheinen ein wirklich offenes Herz zu haben, mein Kind. Das ist wunderbar. Nun, ich habe keine Vorurteile. Ich mache mir von allem selbst ein Bild. Ja. Sollte eigentlich jeder machen, aber ich habe so das Gefühl, dass es nicht jeder so sieht. Das ist das Alter, mein Kind, eine der großen Plagen. Man hat sein Leben ab einem bestimmten Alter geordnet und sortiert und festgestellt, dass es so am besten funktioniert, diese Art nicht. Und wenn da neue Dinge kommen, tut man sich oft schwer damit. Das stimmt. Aber neue Dinge sind ja nicht etwas Schlechtes. Eigentlich ist was Neues immer was Gutes. Finde ich zumindest. Ja. Das kann man natürlich auch so sehen. Man muss sich dran gewöhnen und das ist vielleicht nicht immer das Schönste, aber Gott hat immer einen Weg für einen geplant. Also passiert alles aus einem bestimmten Grund. Sie sagen es. Alles ist... Und meistens erschließt sich einem der Grund erst später, nicht? Mhm. Dann geht man durch Schmerzen oder durch irgendwelche anderen Sachen und merkt im Nachhinein, vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass es passiert ist. Sie sagen es. Und dann sieht man die Welt auf einmal mit einem Strahlen. Weil man es versteht. Den Plan, der zuvor gesponnen war. Sich wie ein Labyrinth, nicht? Vor allem ausgebreitet hat. Dann hat man das Ende erreicht und sieht das Licht. Das stimmt. Ihr Vater ist ein guter Lehrer. Sie sind durch ihn eine weise Person geworden, muss ich wirklich sagen. Oh, ja. Das kommt auch viel von den Leuten, denen ich begegnet bin. Oh. Darf ich fragen, wem Sie denn so begegnet sind? Oh, ich habe eine lange Reise hierher auf mich genommen. Ich komme eigentlich aus Nevada. Und dort habe ich eine Menge interessante Leute getroffen. Ein Zugfahrer, der mich für eigentlich gar nichts mitgenommen hat und mir erzählt hat, dass er gerne mal die ganze Welt bereisen möchte mit einem Zug. Dann habe ich einen verletzten Kriegsveteran getroffen. Er hat mir von den schlimmen Dingen erzählt, die er gesehen hat. Und trotzdem war er optimistisch irgendwie. Als wenn das Leben noch was für ihn in der Hand hatte, egal was für schlimme Dinge er erlebt hat. Und das hat mich ziemlich inspiriert, wenn ich ehrlich bin. Ja. Der Grauen des Krieges lässt uns Seiten an uns selbst erkennen. Ja, entweder man zerbricht oder man wird stärker, nicht? Er war auf jeden Fall sehr stark. Und ich fand es ein bisschen schade, dass sich unsere Wege getrennt haben, aber ich musste weiter und er hat mir erzählt, er wollte unbedingt seine Tochter besuchen, die er seit Jahren nicht gesehen hat. Also, wer bin ich, ihn da aufzuhalten? Und jetzt haben Sie sich einen der schönsten Orte der Stadt ausgesucht, um zu sehen, wie die Regenwolken verschwinden und die Sonne zurückkommt. Nun, wenn ich mich verloren fühle, sind die Häuser Gottes eigentlich immer der erste Anlaufpunkt. Da ist man willkommen, egal wie man ist. So ist es. Wenn ich hier die ganzen edlen Leute sehe, fühle ich mich hier ein bisschen fehl am Platz. Ach, tun Sie das nicht, mein Kind. Gott hat für jeden seinen Platz. Es liegt an uns, den Platz zu akzeptieren und ihn mit einem Lächeln zu tragen, nicht? Das stimmt. Nur wir bestimmen, welchen Platz wir wirklich haben. Wenn Gott bestimmt es natürlich. Aber wir können bestimmen, ob wir den Platz annehmen können, glücklich in unserem Leben werden oder nicht. Der freie Wille. Das stimmt. Kommen Sie,
möchte Ihnen was zeigen. Eine Person mit einem so offenen Wesen sitzt an einem Punkt. Ja, der schön ist, aber der Blick ist doch ein wenig begrenzt. Jetzt bin ich aber gespannt. Frag mich, wie lange die Leute wohl an diesem bunten Glas gearbeitet haben. Lange. Die Kirche wurde im Jahr 1720 begonnen aufzubauen, auf ehemaligem Indianergebiet. Oh. Grämen Sie sich nicht, mein Kind, bevor dieser Stamm dieses Land besetzt hat, war ein anderer Stamm hier. Vor dieser Stamm dort war ein anderer. Wesen des Menschen. Immer das haben zu wollen, was andere haben. Folgen Sie mir. Ja, ja. Ich bin oben. Ja. Wer schläft denn hier oben? Mr. Berrigan. Und wer ist Mr. Berrigan? Der Diakon dieser Gemeinde. Ah. Er hat sich einen guten Ort ausgesucht. Die Aussicht ist auf jeden Fall atemberaubend. Ja, es zieht ihn nur abends ein wenig. Ach. Aber das ist es fair. Die Decke, der hat da ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Decken liegen. Die sollten ja reichen. Ein wirklich kluger Mann. Und was haben Sie jetzt vor, wo Sie in Saint-Denis sind? Lassen Sie sich einfach von Gott leiten. Oh, also, eigentlich warte ich auf einen Freund. Aber ich glaube, da kann ich noch lange warten. Oh. Auch ein Mann, der in den Tag lebt, nicht? Ja, kann man so sagen. Nun. Ich bin vor etwa einem Monat hergekommen. Einem Auftrag. Ein Auftrag, der sehr schwer ist. Gibt es denn Aufträge, die leicht sind? Ja, allerdings. Und wenn man nicht so viel Widerstand hat. Dieser Auftrag ist, nun, er könnte leichter sein, er ist schwer, da so wenig Menschen ihn mit mir teilen, diesen Auftrag, wissen Sie. Oh, eine Bürde also. Ja, eine Prüfung. Oh. Ja, das müssen sie auch selbst machen. Und ich werde meinen Teil dazu beitragen. Die Aufgabe ist, die Kirche wieder zu den Menschen zu bringen hier. Nun haben sie aber eine ganz schön große Aufgabe. Glauben Sie? Nun, ich habe das Gefühl, viele sind von Gott weggestreift ein wenig. Bedauerlich, mein Vorgänger lag monatelang da nieder, krank, konnte sich nicht um die Angelegenheiten der Menschen kümmern. Die Seelsorge war vernachlässigt. Und wie ein dunkler Schatten breitete sich der Nichtglaube aus. Jeden Menschen, den ich treffe, der Gott jubelt und lobpreist, treffe ich auch immer einen, der ihn versucht, aus seinem Leben zu verbannen. Trauriger Gedanke, nicht? Stimmt. Es muss einem Menschen widerfahren sein, dass er Gott nicht mehr sehen und hören will. Sein Gesetz nicht. Ist wirklich ein bisschen frisch. Können wir wieder runtergehen? Natürlich. Ich habe ein bisschen Angst vor hohen Leitern. Grämen Sie sich nicht. Schließen Sie ruhig die Augen. Fühlen Sie. Keine Angst, ich fange Sie, wenn Sie runterfallen sollten. Ich danke Ihnen. Nun, Kirchentürme hochzuklettern ist quasi mein Beruf geworden. Das ist auf jeden Fall auch ein langer Weg nach oben. Aber schön hier. Jeden Sonntag findet die Heilige Messe statt. Dann muss ich mir ja mein bestes Kleid anziehen. 20 Uhr. 20 Uhr? Jeden Sonntag. Danach haben Sie die Möglichkeit zu beichten. Wenn Sie jetzt beichten wollen. Also eigentlich liegt mir nichts auf dem Herzen. Ich hätte mich auch gewundert. Sie haben ein so lachendes Herz.
Ich finde, das ist wichtig. Wenn man nämlich selbst ein lachendes Herz hat, dann schwingt das meistens auf andere rüber. Ja. Ein schöner Gedanke. Und ihr Freund scheint wohl wirklich nicht zu kommen. Wir hätten ihn von oben gesehen, mit Sicherheit. Naja. Ist nicht so, als hätte ich etwas Besseres vor. Außerdem bin ich ein geduldiger Mensch. Na, sehr gut. Haben Sie eine Unterkunft in der Stadt? Oh, ich schlafe tatsächlich am liebsten in der Natur. Ah. Und die Kirche hat die Verwaltung über das Armenhaus hier in der Stadt übernommen. Ich habe es angewiesen. Auch bei der Suppenküche da hinten? Genau. Verkauft er immer das Fleisch, also ich gebe da den für extra wenig. Sehr gut, sehr gut. Letztens habe ich einen richtig guten Suppenknochen da abgegeben. Der Hurrikan hat schwer gewütet und die Menschen werden ihnen dankbar sein. Viele Familien haben ihr Heim verloren. Auf einmal sind sie... Ich glaube, ich habe den gar nicht mitbekommen, aber ich habe schon ein paar umgefallene Bäume gesehen. Ja, eine schwere Bürde für viele Menschen. Aber die Gott... Natur kann grausam sein. Ja. Gott ebenso. Aber er kann auch barmherzig sein. Und er hat seine Kirche, hat mich hergebracht, damit ich die Barmherzigkeit Gottes den Menschen wieder offenbaren kann. Auch ihnen, wenn sie also eine Möglichkeit suchen, eine Beschäftigung, wenden sie sich ruhig an die Kirche. Könnten jemanden wie sie gut gebrauchen. Aber, also eigentlich bin ich in meinem Beruf sehr glücklich. Welcher Beruf wäre das? Ich bin Jägerin. Ja. Ein aufregendes Leben, für wahr. Dann lassen Sie sich... Nur noch aufregender, als in der Stadt zu leben. Ja. Wobei, hier ist bestimmt auch einiges an wilden Tieren. Vielleicht ab und zu mal, vielleicht in Form eines Menschen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Das wildeste Tier ist wohl der Mensch. Das stimmt. Und dann tun Sie mir einen Gefallen, meine Liebe. Ja, was denn? Lassen Sie sich nicht niemals in diesen Mauern einschließen. Leben und bleiben Sie frei, damit Sie weiterhin dieses labernde Lächeln in die Welt tragen können. Einen schönen Abend. Dir. Ebenso. So, Dilly. Cool. Ja. Oh. Oh, schön jetzt auch. Ich dachte, ich hätte jetzt noch. Hallo, Izzy. Ich dachte, ich hätte jetzt noch. Billy? Oh. Stimmt, er meinte, dass jemand vorbeikommt. Gott sei Dank haben sie mich jetzt gerettet. Der passt doch nicht mehr aufgetreten. Ich höre sie nicht. Aber es ist schön, sie zu hören. So eine Frechheit, ey. Ich hab doch auch das Gespräch beendet. Alles gut. War ein schönes Happy mit dir. Okay, dann müssen wir noch mal kurz her. Hey, das ist irgendwie nicht gut. Ich kann sowas aber auch nicht, ne? Muss irgendwie woanders drauf. Boah, ich bin so ratlos gerade, ne? Ehrlich, ey, ist so. Ja, ich hab doch den Link. Warte mal, eben könnte ich ein bisschen tricksen? So, ich bin so ratlos. Ihr habt doch den Link. Hm.
Ich könnte jetzt hier mega rumtricksen und versuchen, irgendwie irgendwo irgendwas hinzubiegen, aber ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ich überlege gerade. Okay, pass auf, wir probieren mal was. Wir werden uns jetzt hier aus dem Media-Datei. Aus der Media-Datei holen wir uns jetzt ein Seitenblatt raus hier beim. Hier im Frontier Story Discord. Diese Seite gefällt mir. Und die machen wir jetzt hier. Da. Bilder. Und dann arbeiten wir mit hier. Oh, dann arbeiten wir hier mit Dings. Paint. So, neu. Ich habe halt keine Ahnung, wie ist das? Überfordert. Ich habe jetzt die Musik ist ihm hier gerade so. Ui, ich hoffe, das geht, ey. Nein, das nicht. Okay. Bin mir gerade nicht sicher. Das so passt. Gut, probieren wir es mal. So. Ach nee. Nee. Ach Gott, man musste das irgendwo hochladen, ne? Hm?
Das hat mir der Webby, hat mir das mal gezeigt. Hat mir da mal einen Link geschickt. Und das man muss aber, glaube ich, finde ich jetzt. Ich schreibe echt zu viel, ey. Als Memes. Ah, da hast du. Okay. Es ist zu klein, glaube ich. Probieren wir es mal. Ach, ich krieg's nicht hin, Leute. Na gut. Was ein Jammer. Gut, dann müssen wir uns leider damit zufrieden geben, dass wir es nicht hinbekommen. Weil ich einfach die Maße nicht kenne. Ich bin halt auch so ein Typ, ich habe auch so, boah, ey, wenn ich darüber nachdenke, mich da jetzt einzufuchsen und einzulesen. Nee. Wollen wir mal hoffen, dass wir sie nicht wiedersehen. Und dann machen wir das Schlusswort. Schon gesehen, ich habe einfach nur die Möglichkeit, einen schönen Abend zu wünschen. Guck mal hier, wie schön, ne? Das Lager aussieht. Mal bearbeiten. Ich noch mal ansehen. Kassenbuch. $500. Wird sich leicht angedruckt. Machen wir mal 520 draus. Oh nee, stimmt. Nee, können wir nicht machen. Weil es das Webby-Buch führt. Nee. Ja, gut, ihr Lieben. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis Mittwoch nehme ich mal an. Mal schauen. Ja. Bis dahin wünsche ich euch, wie gesagt, eine super schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.